Intro davor hauen. Ja, herzlich willkommen zusammen. Wir haben ja schon, ja, weiß ich gar nicht, noch nicht so ganz viele Zuschauer, aber wir sind ja auch gerade da und heute begrüße ich den Frank auf meinem Kanal und den Andreas heute nochmal. Talk und sind ja eigentlich hier nicht so Rahmenprogramm, aber hat sich Gott sei Dank hier schön ergeben mit dem Frank nochmal, weil der Frank, der wird mir heute ganz viele Fragen beantworten müssen zu seiner neuen Drohne, weil Drohnen sind ja auch immer unser Thema und der Andreas, der freut sich bestimmt über seine Erfahrung mit der Fuji XT4. Neue Drohne, weil und für alle, die den Frank nicht kennen, ja, ich habe hier da deinen Kanal aufgemacht und du bist ja auch schon eigentlich ewig dabei, ne? Wie lange bist du bei YouTube mittlerweile? Ewig seit Ende 2017. Also das ja, sieht, klar, ich bin schon irgendwann YouTube-Mitglied seit 2012, aber einen Kanal habe ich eigentlich erst mit Videos seit 2017, November. Kann ich mich noch daran erinnern. Aus Versehen. Aus Versehen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie ist denn dein Weg nach YouTube? Was war so der letzte Kickbuch? Erstmal Grüße an alle und Grüße auch. Andreas und Dirk. Und war wirklich YouTube aus Versehen. Ich war so ein bisschen fasziniert von dieser ganzen YouTube-Geschichte. Das war hier so Felix von der Laden und sowas. Das sagt euch wahrscheinlich was, gehe ich mal von aus, dem einen oder anderen zumindest. Ja. So Vloggen. Ja. Ich fand dieses Vloggen echt so faszinierend. Und dann hatte ich einen Urlaub mit meinen Eltern und meinem Brüderchen in Berlin 3 Tage dazu genutzt, habe ich gesagt, weißt du was, diese 3 Tage, die vlogge ich mal, aber das wird nicht online kommen, sondern da wird einfach mal sozusagen Familienfilm gemacht, als Vlog. Ne? Und dann habe ich mir natürlich, die haben alle Sony-Kameras gehabt, ne? Und dann habe ich gesagt, was kann ich mir da besorgen? Da habe ich mir die Sony Alpha 5000 besorgt, weil die so einen Klappbildschirm nach oben hatte. Ne? Weißt du, ob die einem noch was sagt? Ich kann sie sogar hier mal zeigen, weil, hier ist sie noch. Ich habe sie extra mal bereitgelegt. Ja? Ne? Mit so schönen Puscheln oben drauf, weil externes Mikrofon war noch nicht. So, und hab dann damit. Das sind diese zugeklebten Mikrofonlöcher, damit der Wind nicht so da reinpfeift. Und dann habe ich, habe ich diese 3 Tage gefloggt und habe die dann, mein Bruder, Brüderchen, der arbeitet in der Schweiz, habe die dann auf YouTube hochgeladen, damit er sich angucken kann, habe aber vergessen, die auf privat zu stellen, sondern die waren dann auf einmal öffentlich. Mein Kanal hieß auch nicht Frank Vlogs oder sowas, sondern die hieß einfach Frank Koch, ne? Oder ich weiß gar nicht, ich hatte noch irgendwie so ein Synonym, das habe ich dann mal umbenannt. Und auf einmal kamen dann irgendwelche Leute kommentiert und sagt, oh ja, hast du ganz gut gemacht so fürs erste Mal und bla bla bla. Und dann habe ich mir einen Entschluss gefasst, habe gesagt, ich habe ja früher immer gerne gefilmt. Ich habe nie jetzt, also wenn wir gleich auf Fotografieren und Filmen kommen, ich habe früher schon mit Camcordern gerne gearbeitet und mit einem Amiga 500 und habe da Filme zusammengebastelt, also meistens so urlaubsmäßig. Und habe dann gesagt, weißt du was, du machst das jetzt 1 Jahr, 2-mal die Woche ein Video. Das war natürlich schon direkt mal eine Ansage, ne? Das ist also für jeden, der YouTube macht, der weiß schon 2 Videos nebenbei. Genau. Aber egal was, probier dich einfach aus, Frankie, oder probier dich einfach aus. Das ging dann über, wie macht man unter Apple, kann man Fotos, die Geodaten verändern, über das neue iPhone X, über Kaffee trinken mit meiner Frau in Koblenz, über, keine Ahnung, im Fitnessstudio, eine Runde Golf spielen und hauptsächlich also ganz so richtig schöner digitaler Mischmasch, ne? So dieses digitale Leben begleiten, hat mir Spaß gemacht. Und das hat verhältnismäßig lange dann auch gedauert, bis man da so mal die ersten Abonnenten bekommen hat. Aber es hat einfach Spaß gemacht, diese Sachen zusammenzuschneiden und sich die später auch nochmal anzugucken. Und dann ist das so langsam gewachsen. Und nach dem Jahr hatte ich dann halt knapp 1000 Abonnenten, ne? Oder irgendwo so in der Richtung. Okay. Nicht ganz, glaube ich. Ich müsste mal nachgucken. Auf jeden Fall hat es mir dann weiter Spaß gemacht und ich habe es dann einfach weitergemacht. Und jetzt wird es so langsam, sage ich jetzt mal, bisschen ambitionierter, aber eigentlich immer noch wegen dem Spaß. Ne? Ja, gerade so als Hobby und als Ausgleich sollte man, glaube ich, den Spaß auch nicht dran verlieren. Aber man sieht auch so, also war ein bunter Mischmasch, den du da so am Anfang alles so gebracht hast. Ne? Also
von Urlaub bis wirklich Handy alles, ne? Und schon interessant. Ja. Ist natürlich auch immer interessant für die Leute, wenn du die da überall mit hinnimmst, auch nach Irland und so. Wann hast du dich denn dann entschieden, dass du nicht mehr so Reisevlog-mäßig unterwegs bist, sondern eher so Kameradrohnen-mäßig unterwegs bist? Weil letzte Zeit ist doch mehr der Fokus da, ne? Ja, also das mit der Drohne, also Drohne war schon immer faszinierend. Also sagen wir mal so, ich habe ja gerne gefilmt früher und ich war auch beruflich in der Weltgeschichte unterwegs, habe natürlich da auch vernünftiges Equipment gehabt für Videos zu machen. Eigentlich gefotografiert, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich nur geknipst. Ich sage jetzt heute noch, dass ich knipse, aber ich knipse vielleicht jetzt so ein bisschen mit ein bisschen, weil ich ja den einen oder anderen Fotokanal auch folge, mit so ein bisschen Hintergrundwissen, sagen wir mal. Ne? So führende Linien und so Sachen oder Framing und keine Ahnung was. Auf jeden Fall achtet man da jetzt schon eher drauf. Aber ich glaube, so wenn man auch schon ganz gut so den Kameraausschnitt gewählt hat, dann kommt man auch fotomäßig ganz gut zurecht, wenn man vor allem Landschaftsfotografie so was in der Art gerne macht. Bei Porträt würde ich sagen, ist es nochmal was anderes. Ich habe dann einfach so mit der Drohne war so, ich wollte immer mal eine Drohne haben und dann habe ich mir die Parrot Anafi da mal gekauft. Die waren ja recht teuer gewesen, ne? Also 500, 600, 700 Euro war immer so ein bisschen, da war mir fast zu teuer. Habe dann aber irgendwann zugeschlagen und hat mir riesen Spaß gemacht. Habe dann auch natürlich klar das alles begleitet über YouTube, weil das ist ja dann Futter für den Kanal, macht Spaß und automatisch hast ein Video gemacht. Ne? Das ist ja so eine Win-Win-Situation. Und dann ist mir die Anafi natürlich irgendwann mal ein bisschen ausgebüxt und im Baum gelandet. Okay. Ja, weil der Frankie einfach nicht aufgepasst hat, ne? Weil die hat ja keine Sensoren. Das heißt also, man muss mit der eigentlich schon aufpassen. Die macht einen super Job, die habe ich auch wieder. Und dann hat die 3 Monate im Baum gehangen. Ohne Quatsch, der 3 Monate im Baum gehangen, ich kam nicht dran und habe mir dann in der Zeit direkt so als Reflex, da kam damals die DJI Mavic Mini raus, die kleine, ne? Ja. Habe mir die einfach als Reflex gekauft, weil ich einfach weiter eine Drohne haben wollte, habe die Anafi aber nicht aufgegeben und nach 3 Monaten hat dann ein Kommentator geschrieben, mach doch mal Folgendes, bind doch mal einen Schraubenschlüssel an ein langes Nylonseil und versuch das Ding irgendwie über den Baum zu werfen. Weil das war so ein Riesenbaum, da konnte man auch nicht einfach dranfahren oder irgendwie mit der Leiter dran, da war einfach gar nichts zu machen, hätte man fällen müssen. Und dann bin ich mit meinem Sohn dann rausgefahren, habe das gemacht mit dem Nylonseil. Der haut da zweimal, der hat dann auch Handball gespielt und hat da Dinger über den Baum drüber gejagt und wir haben dran gezogen und schon ist er runtergefallen. Wow. Die Anafi, uns vor die Füße. Ja. Jetzt kommt aber das Interessante, weil die hat ja 3 Monate bei Wind und Wetter, Oktober bis Januar. Sozusagen hat die im Baum gehangen. Aha. Dann habe ich YouTube-Videos geguckt, was kann man da machen. Dann habe ich sie eine Woche in so eine Reiskiste reingepackt, wegen Feuchtigkeit. Und dann ist die ohne Quatsch, dann habe ich dann natürlich auch ein Video draus gemacht, ne, was natürlich auch dann sehr geklickt wird. Sowas ist ja interessant. Ja. Ne? Und dann ist das Ding wieder geflogen danach, nach 3 Monaten. Wow. Und fliegt immer noch. Wow, ne? Ja, genau. War letztens bei drohnen.de, ich weiß nicht, ob du die manchmal verfolgst. Ja, so ein Drohnenkönner. Der hat ja seine R2S, hat er ja auch gleich beim Testflug im Baum versemmelt. Genau. Mit dem Master Shots, glaube ich, ne? Die ja so toll sein soll. Ja, und dann hast du, aber von der Mini, die hat Andreas ja auch, wie bist du mit der zufrieden, mit der Mini 1? Ich fand, das war schon eine bahnbrechende Drohne für den Zeitpunkt, für die Größe. Und ganz ehrlich, die macht immer noch einen guten Job eigentlich. Ne? Also wenn man da ein Video mitmachen möchte, so für einen YouTube-Kanal oder Instagram oder so, oder auch für Home-Video reicht halt aus. Ja. Wenn man fotografieren will, dann kommt man natürlich an die Grenzen, definitiv, ist ja klar. Ja, da fehlt ein bisschen RAW-Entwicklung, ne? Ja, auch das fehlt. Und wenn man jetzt mal wirklich, ich habe ja die R2 und die R2S mit dem 1-Zoll-Sensor, boah, das ist echt fotomäßig, ne, gerade im Lowlight schon echt nett, muss man sagen. Ne. Also das ist echt cool. Ja. Und die Master Shots? Ja, die Master Shots, das ist einfach eine Gimmick-Funktion. Braucht kein Mensch. Also ja, ist nett, macht man mal Instagram-Post, fertig. Ja. Kann man nutzen, wenn man, ja, aber ist jetzt nicht wirklich wichtig. Ne? Wissenden Mastershots, was ist das genau? Ja, Andreas, das ist, also pass auf, wenn du bei der Mini hast du ja schon so vorgefertigte Flugmodi, einmal so Kreisen, Helix und sowas. Ne? Und Mastershots ist bei der R2S jetzt. Das heißt dann, die fliegt dann 5 oder 6 Manöver hintereinander in 2 Minuten ab und
baut dann danach so einen kleinen Clip zusammen, weißt du, mit Musik und so ein Kram. Okay. Du kannst dann diese, ja, du kannst die Shots dann auch als Videofile nutzen, wie der wäre noch abgespeichert. Wenn du halt jetzt nicht so einfach oder am Anfänger bist, dann kann man das auch machen, aber im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, bist du mit ein bisschen manuell fliegen und vielleicht mal den einen oder anderen Kreis, bist du dann eigentlich besser aufgehoben, ne? Ja, ich finde, das ist eine reine Marketinggeschichte, ne? Ja, definitiv. Also ich, hört sich gut an, ne? Master Shots. Ja, Wahnsinn. Ich war auch erst am überlegen, also ich habe hier die DJI Mavic 2 Pro, der hat ja auch schon den Altzollsensor. Und da war ich auch, oh, die R2S, die ist ja dann wieder ein bisschen kleiner und so. Und man guckt ja immer, was haben sie denn für Neuigkeiten? Lohnt sich der Umstieg denn oder nicht? Und da dachte ich erst, die Master Shots, aber wenn man sich dann damit beschäftigt und das dann irgendwann mal im YouTube oder so gesehen hat, ist es jetzt nicht wirklich, wenn man ein bisschen schon mal geflogen ist, fliegt man sowieso seine Sachen mehr selber, ne? Ja, selber oder was natürlich, ich weiß nicht, hat die DJI Pro 2 dieses Spotlight? Nee, hat sie ja nicht, ne? Active Track, doch. Ja, Active Track hat mit Spotlight. Spotlight ist doch perfekt für kreative Shots zu machen. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Also natürlich übt man selber zu fliegen, Logo, ist immer besser. Aber mit diesem Spotlight kannst du ja unglaublich kreativ sein, ne? Also das ist schon cool. Also das ist schon nicht schlecht. Macht auch Spaß. Bei dir keinen Sinn, da zu wechseln, wenn du die Pro 2 hast, ne? Nee, da ist auch mittlerweile bin ich davon ab, aber ist ja der erste Reflex, wenn irgendwo jetzt so neue Produkte kommen, ne? Und wenn man sich so ein bisschen mit Technik auseinandersetzt, ist ja immer so der Reflex, braucht man das oder braucht man das nicht, ne? Aber da bin ich jetzt Gott sei Dank geheilt. Ja, und ist ja schön, bei Kanälen wie bei. Was lachst du da unten? Objektiv so, Räusper. Was? Ich hörte sowas von so einem Objektiv. Ja. Das ist ja, muss man ja irgendwann auch mal aufrüsten bei den Objektiven. Ist ja so. Ist auch nicht kein neues, das habe ich mir lange Zeit mitgelassen. Ich habe mir jetzt ein RF 2470 geholt. Ich habe ja die Canon EOS R5, da ist halt leider alles RF-Bajonett, da muss ich jetzt ja wieder mal ran und alles wechseln. Und gibt keine Alternative im Moment. Ja, auf deinen Kanal bin ich auch schon, bevor wir diese 10 Tage, 10 YouTuber, da habe ich auch schon gelegentlich bei dir reingeguckt. Oh, schön, ja. Hast du, ich meine, hattest du eine R6 auch mal? Ja, die Filme. Ja, genau. Diese Videos habe ich halt gesehen, weil ich auch, bei mir ging ja die Frage, R6 oder Fuji XC4? Boah, und dann nimmt er die Fuji. Oh mein Gott. Ja, es ist erstmal wegen dem Preis, ne? Ja, ne, ist auch. Also, das ist, glaube ich, nochmal ein Tausender mehr, ne, oder so. Ich weiß jetzt nicht, was kostet die? Was kostet denn die R6 mit Kit, sage ich jetzt mal? Boah, 2,8 oder 2,7 oder so. Ja, die Fuji kostet mit Kit, glaube ich, 2,1 oder so, habe ich gesagt. Oder 2, also knapp ein Tausender ungefähr, kannst du knapp rechnen, denke ich mal. Ich hatte ja mal die XT20. Auf Anraten von Andreas und dann so in diesem Retro-Look, also vom Fotografieren her und vom Spaß haben beim Fotografieren war mit die interessanteste Kamera. Also die Looks, die sind so klasse und da habe ich auch ein paar, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte auch schon mal eine Ausstellung hier, da haben wir dann auch Bilder auf groß, A1, A0 oder so, auf die D-Bond schwarz-weiß machen lassen von der XT20. Genial. Ne? Also der Look ist einfach unbestritten. Nur wenn man dann hier so ein bisschen Lowlight-Bereich und Freistellung und so, da ist man dann immer Vollformat, nicht Vollformat. Dann hatte die XT20 noch Probleme beim Filmen. Die hat ja auch nur den Klappmonitor, ne? Die Sony, die du gerade gezeigt hast. Und da bin ich dann irgendwo an die Grenzen gekommen. Ne? So, wenn man so als Kombigerät eine Fuji haben will, zum Filmen und Fotografieren ist man bei Fuji, glaube ich, nicht so ganz gut aufgehoben. Ne? Oder filmst du auch viel mit deiner Fuji? Ja. Das war im Grunde genommen eigentlich der Hauptgrund, die zu kaufen. Natürlich auch, dass er gute Fotos macht, ne? Was er definitiv macht. Ne? Ja. Die hat natürlich extrem gute Videofunktionen drin. Ne? Erstmal finde ich genial bei der XT4. Andreas, du hast sie auch gehabt, ne? Oder hast du die noch? Nee, ich hatte die XT2 leider. Nur. Also die XT4 nicht. Ja, aber bei der XT4 ist es halt so, dass du halt diesen Still-Modus und diesen Movie-Modus hast. Ne? Und du kannst dann wirklich, du brauchst dich,
das bleiben, die Einstellungen bleiben dann auch so. Bei Filmen bleiben die Einstellungen so und bei Fotos bleiben die so. Was echt schwierig war, zum Beispiel, jetzt sage ich einfach mal mit der Kamera, die mich jetzt da filmt, das ist die EOS M50. Ich hätte auch gerne eigentlich weiter eine Canon gehabt, allein mit dem Autofokus. Deshalb hatte ich mir die R6 auch angeguckt. Ne? Mhm. Aber hier sind natürlich ein paar richtig schöne Sachen drin in der Fuji, die videomäßig richtig gut sind. Ne? Also 400 Mbit, 4K60, H265, also Log, dann sehr geil sind natürlich die Filmsimulationen. Ja. Ne? Die probiere ich ja gerade erst auch alle aus. Wie gesagt, ich bin ja auch erst am Anfang meiner Reise da. Wenn du da Eterna Cinema zum Beispiel nimmst zum Filmen und dann nur so ein bisschen Latt Teal and Orange noch drüber packst, dann sieht das dermaßen geil aus. Das muss man einfach sagen. Ne? Das ist einfach krass. Cool. Ja. Ne? Aber und, mal eben zwischengegrätscht, M50 filmt sich gerade? Über USB angeschlossen, über diesen Webcam-Adapter oder wie heißt das? Ja, genau, USB. Achso, ja. Mit dem Sigma 16 mm. Ja, ich habe die M50 auch hier, aber die gibt ja über HDMI kein klares Bild raus. Ne? Da hast ja die Menüs immer, die kannst du ja nicht alle abschalten. Nee, also bei dem USB schon. Mit dem das geht. Ja. Ja, sonst gibt die kein klares HDMI raus. Aber die habe ich, die liebe ich, die Kamera. Ohne Quatsch. Ja. Das ist nach meiner Meinung immer noch die perfekte Einstiegs-Vlogger-Kamera, die auch ganz gute Fotos macht, sage ich jetzt mal, für den absoluten Beginner, würde ich die echt noch empfehlen. Ich habe ja echt geweint, wie sie die M50 Mark II rausgebracht haben. Und dann habe ich gedacht, sind die bescheuert oder was? Weil ich wollte die kaufen, ich wollte die haben. Ich wollte genau die haben mit 4K60, weißt du, den Dual-Pixel Autofokus. Ich hätte da 1.000 Euro für hingelegt. Ewig drauf gewartet und dachte ich, jetzt ist es Clean HDMI, hat es ja jetzt dann auch. Ja. Aber da war ich aber auch relativ schnell ab bei den Features. Wir müssen mal gerade den Holger im Chat begrüßen, den Holger Lersch. Der Holger ist auch hier von unserer Vloggerblase. Der hat sich eine XT3 geholt und der wohnt in New York übrigens. Der ist jetzt aus Amerika gerade live zugeschaltet, sozusagen. Schöne Grüße nach Amerika. Ja. Ja, die neue, schöne neue Welt macht es möglich mittlerweile, ne? Ja, das ist cool. Ja, diese ganze YouTube-Geschichte, da lernt man so viele Leute kennen, ne? Ja, finde ich genial. Du warst ja auch jetzt hier bei der Aktion von Michael Ziegern, ne? 10 Tage, 10 Fotos, da hat er ja auch einiges an Leute zusammengebracht. Ne? Also ja, ist schon interessant, wie man da seine Leute so kennenlernt und wie unterschiedlich auch die Leute an die ganze Sache rangehen. Ne? Du machst jetzt viel mit Drohnen und solche Geschichten, das ist ja immer total spannend. Und andere machen nur Hundefotografie, war ja in der letzten Staffel. Ja, ich fand das alles spannend. Ich hab das alles geguckt. Auch die paar ganz coole Mädels dabei. Ganz unbedarft, wirklich gut. Ja, und die sind alle irgendwo, alle unterm Radar von einem selber, weil man in seiner eigenen Blase da irgendwie unterwegs ist und alle überall nichts so mitkriegt. Ne? Also deswegen danke nochmal an Michael. Kann ich nur jedes Mal wiederholen, wenn ich darüber spreche. Echt tolle Aktion. Film tust du dich aber hauptsächlich auch mit einem Osmo Pocket, sehe ich gerade, ne? Wenn ich jetzt so auf deinem Kanal. Ja, gut. Sagen wir mal, ich probiere mich immer aus. Ich nehme die hier auch mal zum Vloggen, aber das ist natürlich echt ein ganz schönes Gewicht hier. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt am Wochenende kommt ein Video, da habe ich die auf so eine Wanderung mitgenommen, habe damit gefloggt, da bist du echt, da hast einen dicken Arm danach. Aber das Gute ist halt, du kannst dann halt zwischendurch auch Bilder machen. Ne? Du hast dann wirklich alles direkt in der Hand. Osmo Pocket, den Pocket 2 habe ich halt, nehme ich halt gerne. Ja, den habe ich auch dabei, da bin ich auch mit der Bildqualität mittlerweile ganz gut zufrieden. Ja. Das funktioniert ganz gut. Jetzt mit dem externen Mikro, das klappt ganz gut. Da hatte ich vorher immer so eine Funkstrecke an dem, ich weiß nicht, ob du den Osmo Pocket, die Urversion da noch kennst, aber da hast du ja die rote Funkstrecke, den Adapter, dann kannst du wieder nicht kontrollieren mit WLAN und Also hier der Zweier ist jetzt so ein richtig kleines YouTube-Studio geworden, ne? Das ist echt cool. Mit dem Mikrofon, das Mikrofon ist auch ganz cool. Ja, die Qualität ist Andreas, was trinkst du denn da für ein Bier? Ja, genau. Irgendwas Irisches? Nee, es ist nur das Glas. Also eigentlich bin ich da ganz... Ach, guck mal, jetzt passen wir auf. Jetzt, das ist aber jetzt mal ein Zufall. Oh nee, und ich sitze hier bei Wasser. Glaubst du nicht, oder? Das ist sehr anständig von dir, Dirk. Ja, ne? Ich habe mir auch gedacht, für die zweite Hälfte des Streams habe ich mir mal eine Dose hier hingestellt. Und Ast aus der Dose geht immer. Ja, ja.
allerdings. Ja, und AstraZeneca sowieso, ne? Ja, genau. Der Witz jetzt, ja, schlecht. Ja, ich dachte, ich bin hier mal seriös, weil ich ja die Technik auch ein bisschen bedienen muss. Nicht, dass er wieder schief geht, aber hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Also, du hast jetzt eine R5 und eine R6, Dirk. Und eine M50. Und ein Pocket 2. Ja, und nur meine Frau, die Welt, jetzt sollte man aufhören. Genau. Na gut, nee, was rede ich? Ich habe auch 4 Drohnen hier. Also 4 Drohnen habe ich nicht. Ich habe tatsächlich die Mini 2 und die Mavic 2 Pro. So. Ja. Und Kamera, ja. Da war auch ein langer Weg, bis ich da jetzt angekommen bin. Mhm. Aber ich möchte sagen, man ist ja auch im gesetzteren Alter, wird man nachher ein bisschen ruhiger, rede ich mir immer ein. Ich glaube schon, dass da mit der R5 und R6 bin ich jetzt ganz gut angekommen. Also da, ich glaube auch so langsam geht es in Richtung zu Ende entwickelt mit dem Zeug. Oder auch, man muss ja halt auch mal lernen, dass man mit einer anderen Kamera nicht unbedingt andere Fotos macht. Ne? Also, ja, sowieso sage ich jetzt mal, die Technik ist so weit vorangeschritten. Ich glaube, dass man da die bessere Kamera und die besseren Fotos macht. Manchmal hilft sie wahrscheinlich ein bisschen, ne, in gewissen Grenzsituationen, aber im Grunde genommen musst du ja, ja auch aussuchen, was du da fotografierst. Ne? Genau, da muss halt alles passen. Ne? Und wie gesagt, ich hatte die XT20 und die war halt auch echt lahm, ja, weil ich dann auch nicht in die richtigen Objektive vielleicht investiert habe. Das ist ja immer so ein Rattenschwanz. Da hast du einen tollen Buddy und dann denkst du, oh, das Objektiv noch so teuer, dann sparst du da wieder dran und verteufelst nachher das ganze System, weil dann nicht funktioniert. Also, weißt du noch, Andreas, mit dem Zoom, was hatte ich da? Du bist 55-200 oder was war das für ein Ding, was da drauf war? Oder 180? Diese XF-Linse? Ach so, ja, das war aber nur ein Plastikbomber, ne? Das war ja, ja, genau. Und da habe ich mich so aufgeregt. Und ich hatte zwischendurch auch mal eine Sony Alpha 6000, aber da habe ich das Menü zum Wahnsinn getrieben. Und irgendwann habe ich ja mal... Ich hatte ja auch bei der Fuji, war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich will jetzt hier die entsprechenden Objektive haben. Dann geht man ja hinter Pendant zum 70-200 zum Beispiel, gerade für unsere Eventfotografie. Wenn man sich den Preis von dem, was war das, 50-140 oder wie heißt das Ding nochmal da, irgendwie so, weil das Pendant dazu bei Fuji ist, sind ja ein paar, muss man den Kropffaktor ja berechnen. Mhm. Aber das war auch so dermaßen teuer. Ich glaube, das hat man auch nicht für unter 1500 Euro, 1600 Euro oder so, lag das. Und ja, das war dann dass man überlegt, man muss ja zum einen immer den Kropffaktor der Brennweite berechnen, aber das, was ja viele Leute immer unterschätzen, ist, auch die Blende hat ja einen gewissen Kropffaktor, den man ja berücksichtigen muss. Und dann habe ich ein 70-200 vermeintlich umgerechnet in vermeintliche 2,8, aber es sind ja dann irgendwas wie 4, noch was. Und ja, ja. Da fing dann bei mir so der Punkt an, wo ich sagte, okay, es hat so ein bisschen, gerade im Lowlight-Fotografieren war das ein bisschen... musste ich da eine Entscheidung treffen. Also meine totale Liebe zur Fuji, die ich habe, also wirklich absolut geliebt, ja, die Kamera. Ich würde auch sofort, wenn die in irgendeiner Art und Weise irgendwas hätten, wo ich im Eventbereich mit fotografieren könnte, in dem Maße, wie mit der Sony, sofort. Aber ja, es war halt, irgendwann kam das an so einen Punkt an, wo ich sagte, okay, da muss ich jetzt leider überlegen, dass ich doch ein bisschen was anderes brauche. Also. Ja, und ist er falsch abgebogen? Nach Sony, nicht zu fassen. Ja, zu der Zeit gab es ja nur die R, ne? Also da war die, oder die RP gab es ja, die beiden, und die waren nicht überzeugend, fand ich. Nee, das ist richtig. Das war leider noch nicht so dolle. Ja, und aber jetzt bei Sony, ich glaube, vom System her und von den Linsen, die du da kriegst, bist du ja auch relativ gut aufgehoben, oder? So. Zumal jetzt immer mehr Alternativanbieter nachziehen, jetzt so langsam. Dann wird es auch ein bisschen humaner. Ja, das hoffe ich ja bei der Fuji auch so ein bisschen. Also ein bisschen gibt es da ja auch schon. Aber das ist natürlich wirklich, ne, ich habe jetzt hier das 1680 drauf, F4 durchgehend. Zum Video super. Auch für Landschaftsfotografie natürlich auch ausreichend. Ne, aber eigentlich sollte man ja dieses, eigentlich hätte man besser das 16. Das hat 55, 2,8. Ja. Ne? Das ist eigentlich die Prime Lens, sage ich mal. Aber kostet auch 1000 Ocken. Ne? Ja. Jetzt frage ich mich, kann ich mir 16,50 holen? Wenn ich das hier habe, dann müsste ich das hier dann verkaufen. Also, das wäre ja absoluter Blödsinn. Ne? Das nutzt man dann wieder nicht. Ne? Man hat immer so die zwei, drei Linsen, die man sowieso nutzt. Ich habe jetzt auch hier
bin ich jetzt langsam am Ausmisten, das eine oder andere fliegt jetzt hier raus, weil wirklich hat man dann ein Jahr oder zwei nicht auf der Kamera gehabt und nicht mit fotografiert. Ne? Also das ist dann relativ ärgerlich. Und gebrauchte Objektive bei Fuji, die gibt es anscheinend nicht. Oder zumindest keine günstigen gebrauchten. Die werden einfach behalten, habe ich das Gefühl von den Leuten. Eins habe ich mal bei Calumet geschossen, das war auch ganz gut. Ja, aber sonst, da muss man wirklich dauernd drauf gucken, ob da irgendwann mal was ankommt. Ja, das ist wirklich dünn. Das ist schwer. Im DSLR-Forum findet man ab und an so ein paar Anbieter oder so. Da habe ich auch damals ein bisschen geshoppt, aber naja. Also ich habe jetzt zusätzlich zu dem 1680 habe ich jetzt einen 33er 1.4 von wie heißt das? Komme ich jetzt nicht drauf. Wildrox. Also. Wildrox. Das ist geil. Ohne dass ich jetzt da richtig viel Ahnung von habe, finde ich das für mich vollkommen in Ordnung, für das, was ich damit machen möchte. Und der Preis war natürlich Amazon Warehouse Deals, kostet normal 300 noch was. Amazon Warehouse Deals 240 und da kann man ruhig mal einfach mal zuschlagen, da machst du keinen Fehler mit. Ja, und wenn nicht, dann gibt es halt zurück, ne? Ja. Ich sehe gerade, du hast auch ein Apple Mini? Ich habe einen Mac Mini. Ja, genau. Okay. Den hab ich mir gekauft, weil ich habe auch ein MacBook 2018er mit Intel. Ich hätte aber eigentlich ja ganz gerne einen großen iMac, neuen iMac 30 Zoll sozusagen mit M1, den gibt es aber ja noch nicht, ne? Ja. Weil mich gerade, wo ich jetzt hier am Streamen bin mit, das ist ein iMac von 2011, 10 Jahre alt. Wahnsinn. Ja, die Dinger sind einfach unkaputtbar. Die laufen durch. Ja. Du kannst aber halt kein Video damit, nicht mehr 4K oder so schneiden, das geht halt nicht, ne? Vorbei. Oder auch Bildbearbeitung wird dann auch schon mal ein bisschen blöd. Aber der Mini ist genial. Also das ist. Ja, ich warte so ein bisschen auf den M2. Ja. Ich habe hier auch ein MacBook 2017er, auch mit Intel noch. Auch top zufrieden. Aber wenn man jetzt hier H265 schneiden will oder so, dann bis er dann die Proxys mal berechnet hat und so, das ist schon ein bisschen müßig. Aber reicht allemal. Der Thanos hat eine Frage im Chat, guck mal gerade. Thanos ist übrigens auch ein Abonnent von mir, glaube ich, aus Griechenland. Okay, also du bist ja Multikulti unterwegs hier. Ja, das ist also YouTube ist wirklich Multikulti, ne? Das ist Hammer. Ja. Was schreibt er? Frage: Es gibt Unterschiede, was die Erkennung der Drohnen Mini und der R2S, da man ab 1.1.21 auf. Was heißt denn Unterschiede? Also du erkennst natürlich die R2S ein bisschen besser wie die Mini, weil sie einfach ein bisschen größer ist, also weiter. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn man ehrlich ist, wenn man die Mini fliegt, ne, und fliegt so 400 Meter weit, dann ist es eigentlich schon, dann kann man sie fast nicht mehr sehen. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen so eine Grauzone, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Je nachdem, wie du fliegst, wie der im Himmel da steht oder so, manchmal siehst du sie auch noch 200, nicht? Aber die R2S siehst du halt mal noch 200, 300 Meter länger oder noch ein bisschen weiter. Ne? Das geht schon, weil sie halt also, ein bisschen größer ist. Ja, also ich finde schon, also du hast eine A1 und A3 hast du gemacht, glaube ich, ne? Ja, diesen normalen Kenntnisnachweis habe ich. Ja. Also den A1, A3. Ich habe ja den A2 jetzt auch schon gemacht, weil wir auch teilweise, oder ich auch innerorts fliegen möchte. Ja gut, wenn du bei einer Hochzeit mal eine Drohne einsetzen möchtest, dann bist du ja schon in dem A2-Bereich, ne? Ja, und gerade so auch Architektur mit Drohne ist auch immer interessant, finde ich. Kriegst du auch, wir waren jetzt letzte Woche Samstag, haben wir hier so eine Hochschule gefilmt und so. Das war schon ganz interessant, da kriegt man halt interessante Eindrücke auch nochmal. Aber da muss man halt dann auch mit Genehmigung und so wenigstens Ordnungsamt anfragen, Leitstelle mal informieren, damit die da nicht gleich mit das weiß ich, wie viele unterwegs sind. Aber das bin ich auch gerade ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe den letzten Telefonat mit der Landesbehörde für Mobilität für Rheinland-Pfalz. Das sind ja diese Landesbehörden, die da zuständig sind. Die haben jetzt gesagt, ja, das ist, grundsätzlich kriegst du so ziemlich alles als Ausnahmegenehmigung. Ja. Ne? Das kommt dann ein bisschen aufs Geld an. Ja, genau, 120 Euro. Die wollen es halt. Genau, die wollen es halt. Ja, ne? Das ist halt so. Deswegen. Die Geschichte, die R2S oder R2 oder auch die Pro 2 ist jetzt irgendwann Bestandsdrohne und kann nur noch in A3 geflogen werden. Mag sein, aber mit einer Ausnahmegenehmigung geht immer alles andere auch. Ne? Das geht dann auch mit der. Ne? Also das ist kein Problem.
Ich habe hier mit der Bezirksregierung, ist ja bei uns dafür zuständig, ja. Münster und Düsseldorf. Da habe ich mit jemandem gesprochen letztens und es gibt ja so diese Sonderregelung, zum Beispiel 10 Meter an der Autobahn, wenn du 10 Meter hochfliegst und solche Sachen und an Schienen und solche Sachen, die kannst du dir jetzt fixieren lassen und genehmigen lassen, auch als Dauergenehmigung sogar. Genau, da geht das, Dauergenehmigung, genau. Ja, aber der sagte, der geht davon aus, dass diese Arten der Genehmigung sogar ab nächstes Jahr ins reelle, normale Tagesgeschäft übergehen und man die dann auch ohne diese Sachen fliegen könnte. Bin gespannt. Aber da gibt es ja so viele Apps. Wir wollten letztens mit einer Stadt fliegen, da die Drohnik-App hat gesagt, darfst du nicht, da ist ein Heliport. Mhm. Ja, aber Heliport ist nur so ein Sonderplatz, habe ich mir dann erklären lassen müssen. Haben wir dann angerufen und der Betreiber, dem war dann relativ schnurzel. Der hat gesagt, wenn du den Helikopter am Himmel siehst, dann landest du fertig. Ja, aber das ist aber genau richtig. Genauso musst du verfahren. Du rufst an und sagst und machst oder so. Ne? Ja. Ich kann da auch nur den Leuten immer sagen, weil viele regen sich über diese Drohnengesetze auf. Ich prinzipiell nicht. Ich reg mich über ein paar Dummheiten auf in den Gesetzen. Ne? Weil, wieso hat eine DJI Mavic Mini 1 oder 2 oder wie auch immer, die ist zwar leichter, mit denen kannst du mehr fliegen, näher an Leute, näher an Gebäude, näher an Objekte ranfliegen, wie mit der R2 oder R2S die Sensoren hat. Ja. Ein Unbedarfter, der mit der Mini 2 oder 1 nicht umgehen kann, der fliegt die einfach ungebremst irgendwo rein, egal, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Gebäude. Die R2 oder R2S hat aber die Systeme, dass sie gar nicht da reinfliegt. Ne? Ja. Die stoppt ab. Ne? Deswegen verstehe ich diese Einstufung nicht, aber gut, das muss man auch nicht alles verstehen, was die da so verzapfen, ne? Das ist halt so. Da gibt es ja auch diesen Stativmodus, wo dann die Geschwindigkeit langsamer ist, dann darfst du ja auch mit den großen Drohnen da dran fliegen, kommt eine Windböe, ist das auch nicht hilfreich, ne? Akimoto. Ja. Kann man die Drohne auch mit R6 hochjagen. Ja, ich weiß, da gibt es noch, es gibt doch so eine nagelneue Sony-Drohne da, wo unten so eine A7-3 dran hängt, ne? Ja, aber würde ich nicht machen. Ich würde auch gerne R6. Überleg mal, die stürzt ab. Was ist das denn? Ach Gott, hör auf, ey. Ich habe meine Klamotten ja versichert. Das ist ja so eine deutsche Tugend. Ne? Man muss ja alles versichern und absichern und schützen. Ich habe jetzt auch schon mal DJI angerufen, wann ich meine DJI Care noch verlängern lassen kann. Da haben die gesagt, zweimal, dann geht das gar nicht mehr. Das ist auch Drama. Aber wenn ich überlege, ich muss bei der Versicherung anrufen, meine R6 ist mit der Drohne abgestürzt, glaube ich, schütteln die nur noch mit dem Kopf. Aber da gibt es tatsächlich ja diese großen Drohnen von DJI, da geht das. Ne? Ganze Payload dran verpacken. Ja, da kannst du dann, also ich finde, mit der Bildqualität. Ich wollte gerade sagen, aber der neue Sensor hier oder auch der 1-Zoll-Sensor, den du hast, ne, der Hasselblatt-Sensor, da kann man schon mit fotografieren, ne? Das geht. Ja, ich habe auch, also auch wenn ich jetzt windstill ist, Langzeitbelichtung und so, ich habe einen ND1000-Filter dafür, glaube ich, hier liegen, ne? Den habe ich in so einem Set mal, da dachte ich am Anfang, wofür brauchst du den denn? Aber wenn da ein bisschen windstill ist, dann steht ich die Ich habe heute Post gekriegt von Freewell. Oh! Ja, ganz mit Gummibärchen. Oh. Gummibärchen und immer die beste Bestechung. Genau. Ja, die kenne ich. Ja, da gibt es einen Test auf meinem Kanal zu. Genau, die gibt es mit R2S mit einem ND2000-Filter sogar drin. Boah. Weiß nicht, was man damit machen soll mit der Drohne, wenn man die irgendwo hinstellt dann und belichtet, aber ich weiß es nicht. Weil ich glaube, so Drohnen, wie sieht das bei dir aus mit der Belichtungszeit? Also ich würde mal sagen, mehr wie 2 Sekunden ist kritisch, oder? Ja, glaube ich nicht. Also 2 Sekunden ist schon. Ich habe es auch hier. Ja, ja. Oh. Ja. Schon etwas vermackt alles. Ich habe sogar hier so Verlaufsfilter haben die auch übrigens. Ja, aber das wird doch gefrickelt, oder? Das habe ich noch nicht probiert. Also das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Aber 2 Sekunden, glaube ich, schon ist eine Herausforderung. Ja, ich habe das auch mal gemacht, Wasserfall und so, ne? Oder von oben Wasser. Ich habe 50 Bilder gemacht, von den 50 waren 3 oder 4 waren okay, ne? Das ging. Okay, du hast halt unheimlich viel Ausschuss. Ja, also mehr als 2 Sekunden geht nicht. Ist auch also man muss es ja schon wirklich richtig windstill sein und also ich kann mich gar nicht an solche Tage gewöhnen, wo wir hier am Niederrhein mal so Windstille haben. Das ist so flaches Land. So, Andreas. Ja, Prost, ne? Ja. Super, ich mache jetzt hier zu, ich bin dann weg. Muss mal eben zur Zapfanlage. Ja, wo wir über die Fuji gesprochen haben, es gibt dann natürlich nicht nur gute Sachen über die X-T4 zu berichten. Ne?
Okay. Also klar, die Filmprof, das Fotografieren macht schon Spaß damit und, aber sagen wir mal, der Autofokus ist besser als erwartet, muss ich sagen. Er ist besser als erwartet, der Video-Autofokus auch. Aber manchmal nervt er schon extrem rum und da ist Canon natürlich und Sony sowieso, also Canon und Sony schon richtig gut, ne? Dieser Dual-Pixel-Autofokus davon Canon. Boah. Das macht schon Spaß. Ist wirklich, also. Ja, ich hatte halt auch bei der XC2 war das echt eine Katastrophe. Also gerade der Continuous Autofocus, das war, hat nicht so wirklich gut funktioniert und da konntest du wirklich nur einen Spot fotografieren. Das war okay, weil ich halt diesen Joystick geliebt habe und das Fotografieren damit. Aber ich glaube, wenn ich so ein dynamisches Fotografieren mit Continuous Autofocus hätte machen müssen, dann wäre es nicht meine Kamera geworden. Nee, also. Das Menü war jetzt auch nicht so, dass ich sage. Aber gut, es ist trotzdem, das sind so Sachen, ja. Mit dem Menü können wir uns jetzt mittlerweile, also kommt man schon irgendwann, am Anfang ist das echt der Hammer, da stehst du wie ein Ochs vom Ölberg. Und wie gesagt, und ich bin jetzt nicht der Fotograf gewesen, ich habe die EOS M50 gehabt, habe da ab und zu mal Fotos mitgemacht, hauptsächlich gevloggt und dann hole ich mir die XT4 ohne Bedienungsanleitung zu lesen und packe die aus und stehe dann da und habe, wie kann ich jetzt überhaupt mal erstmal hier die ISO einstellen, wie kann ich überhaupt sowas mal einstellen? Ne? Dann gibt es ja da ein Filmmenü, dass du dann halt auf Räder diese ganzen Geschichten legen kannst, damit du dann mal ein bisschen flexibel, wenn die Lichtverhältnisse sich ändern, auch arbeiten kannst. Boah, das ist schon, ne? Aber irgendwie extrem retro, genial. Also irgendwie macht es Spaß mit dem Ding. Ja, das also, ist das für die Knöpfe und so, das ist fantastisch, ja. Aber wenn ich jetzt so, wenn du die XT4 dann die Kamera hältst, das ist ja schon vom Look auch echt schick, ne? Also die ist ja vom Design her, da habe ich die XT20, die habe ich auch geliebt dafür, ne? Die war wirklich richtig schön und dann auch vom Aussehen und mit den Rädern, da kannst du halt ganz anders arbeiten. Das entschleunigt auch so ein bisschen, ist ja gerade eher absolut. Was dann, also wie gesagt, ich habe ja jetzt auch ein bisschen Fotografieren entdeckt. Wie gesagt, ich hatte den Beitrag ja bei den 10 Tage 10 YouTuber, habe ich ja Drohnen gemacht, klar. Aber heute auch Drohnenfotos, weil es halt, waren ja fast nur Fotografen unterwegs. Dafür war es ja geschadet. Mach wenigstens was mit Fotos. Aber ich war jetzt zum Beispiel das erste Mal, weil ich ja auch jetzt viele Kanäle gucke, so morgens bin ich echt um 4 Uhr aufgestanden und war an einem deutschen Eck in Koblenz Sonnenaufgang fotografieren mit dem Ding, vollkommen entschleunigt, ne? ND-Filter drauf, ab, mal ausprobiert, da mal die Location gewechselt, 2,5-3 Stunden da fotografiert, ey, saugeil. Ja, vollkommen aber, entspannt, ne? Und dann kommst du nach Hause, holst Brötchen und die Frau steht langsam auf und das wird der Frühstück. Also, die Leute schütteln ja auch manchmal mit dem Kopf, wenn ich dann erzähle, ich habe im Urlaub, da stehe ich dann manchmal vor Sonnenaufgang auf, im Urlaub im Sommer und gehe dann Sonnenaufgang fotografieren, irgendwie am Wasser oder so, also, und alle nur, nein. Ja, wir haben Klaus Helmich, sagt er auch was? Bei ihm war ich schon Lichtbildidealisten. Ja. Genau, der kommt am Sonntagmorgen um 5 Uhr treffen uns am Deutschen Eck, weil ich habe das ja nicht gefilmt, ich habe einfach nur fotografieren, weil er Film und Fotografieren weiß ja, ne? Am Anfang ist das schwierig. Irgendwann geht es vielleicht, aber mit eigentlich dem ist es. Zwei oder so dann. Ja, genau. Und der kommt dann. Bestell einen schönen Gruß. Der will mich abends noch anrufen, soll er nicht vergessen. Ja. Der kommt, dann machen wir schön der Fotowalk am Deutschen Eck und dann machen wir noch hier, da will er noch hier so dann ein bisschen da gucken, wie Drohne fliegen und dann machen wir ein schönes Video da. Ja. Ja, der ist auch viel unterwegs. Der war jetzt hier bei uns in Zanten. Hat er auch ein Video gemacht. Das ist hier, hat er ja den Adler, Seeadler fotografiert. Wir haben ja ein brütendes Seeadlerpärchen. Ich glaube, das einzige in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen oder so. Ja. Akimoto. Fuji-Kameras sind. Ich bin ja Gott sei Dank kein. Also, da braucht er mit mir gar nicht zu kommen. Sony, Canon, Fuji ist mir vollkommen egal. Ich nehme alles. Ja. Alles, was gut ist. Ja, ich bin ja mal mit der EOS 400D angefangen, also im Digitalen. Mhm. Und irgendwie ist man da eingeschliffen, wenn man da die Menüstruktur kennt und weiß, wie so eine Canon nachher funktioniert. Ja, kann ich verstehen. Ist man dann drin. Ne? Ich habe aber auch die Sony 6000 war auch schön, ne? Also schön kompakt, aber irgendwo ist man dann nachher da drin und irgendwann merkt man tatsächlich, die Bilder werden nicht viel besser dadurch. Die einzige Sony, die ich je gehabt habe hier oder noch habe. Aber vom Gehäuse sind sie sich treu geblieben. Aber war eine gute Vlogger-Kamera.
Ja. Wenn jetzt noch, ne, also war schon ist ein gutes, auch das Kit-Objektiv war schon gut, okay. Ja. Aber hat noch Full HD. Ja, aber für YouTube-Preis auch fast, oder? Ja, du weißt ja, wie das mittlerweile ist. Klar, dann, wenn du Full HD filmst, das geht. Mit der, ich nehme ja oft doch die Canon, dann tue ich es aber trotzdem im Schnitt auf 4K hoch orgeln, ja, damit YouTube nicht zu viel da kaputt macht dran, ne? Ja, ist halt die gängige Praxis mittlerweile, muss man halt machen. Ne, irgendwie. Das ist total blöd. Du nimmst ein 1080p auf, dann schneidest du auf 4K, dann hast du auf einmal eine 9 GB Datei, die letzte auf YouTube hoch, die sieht einfach dann besser aus. Ne? Also ja. Das ist total irre. Ja, auf jeden Fall. Also so kameramäßig bist du dann erstmal mit der XT4 wahrscheinlich auch gut angekommen. Ne? Ja, ja. Ich würde aber, wenn jetzt wirklich, wir haben ja eben gerade, wenn Canon auf einmal eine M, hier vom M-System habe ich eine ganze Menge Linsen, ne? Ich habe das 16mm, ich habe das 22mm Pancake, ich habe das 18-150 und das Kit und ja. Wenn die wirklich so eine M-Kamera mit 4K60 rausbringen würden, mit Dual-Pixel-Fokus in derselben Größe wie die M50, würde ich die wahrscheinlich kaufen. Hm. Ich habe meine M50, also wenn wir im Urlaub sind, ist sie immer dabei. Das ist die Kamera, die ist schön kompakt, ne? Da macht wirklich Spaß und da kommt man am besten mit klar. Ich habe aber im Moment adaptiere ich noch mit dem M-Adapter da meine EF-Linse drauf. Ich habe nur die Kit-Linse. Bin da jetzt so hin und her gerissen, hole ich mir jetzt so einen Reise-Zoom, so ein verpöntes, da weiß ich nicht, wie die Qualität ist, aber. Ja, das kannst du gucken bei mir, da habe ich ein Video drüber, der 1850, ne? Ja, also die Qualität ist sicherlich für euch nicht ausreichend, glaube ich. Nein, nee, ganz ehrlich, im Urlaub ist das jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist halt nicht, es ist halt, ja, aber es ist okay, für mich reicht es aus. Ja. Also. Ja, und dann geht ihr morgens am deutschen Eck um 4 Uhr, stehst du extra auf, 5 Uhr und dann machst du da auch Sonnenaufgangsfoto. Hat sich der Klaus muss ja hier, der muss bei seinem 3 aufstehen oder so. Unterwegs, glaube ich, dann. Ja. Ja, letztens war ich am Laacher See, wenn ihr das was sagt, ne? Eifel, Laacher See. Nee. Da bin ich morgens um 4 wach geworden und meine Frau auch. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre jetzt an Laacher See Sonnenaufgang auf. Bist du bekloppt, hat die gesagt. Aber weißt du was, ich fahre mal mit. Das ist die mitgefahren. Hat sich da hingesetzt und hat mir, ja gut, das macht die wahrscheinlich aber nicht noch 10-mal hintereinander oder so. Aber das ist so entschleunigt, echt, ohne Quatsch. Ja. Hat auch nicht dabei gefilmt. Ne? Das sieht wieder anders aus, wenn du da jetzt ein Fotowalk draus machen würdest oder ein Video. Dann ist das nicht mehr so entspannt. Ne? Nee, das ist auch, ich war auch mal mit den Oliver Utesch, den kennst du ja auch. Ja. Mit Jukebox, da war ich in Lübeck unterwegs, da haben wir auch kein Video von gemacht, da haben wir einfach fotografiert. Einfach mal in Ruhe Fotos machen, war total klasse. Ja, aber ich finde halt immer spannend, wenn du so früh unterwegs bist und denkst, boah, du raffst dich jetzt auf, alle lachen dich aus, als du so früh unterwegs bist, kommst zum Spot und da stehen schon 3 Fotografen. Da finde ich immer so, Ja, da war im deutschen Eck war keiner und am Laacher See, aber die Ergebnisse waren einfach genial. Also das muss man einfach sagen, wenn wir es dann nachher, nicht alle Fotos sind was geworden, aber da sagt man ja, boah, geht doch, ne? Ja, man hat, ist glaube ich auch so ein bisschen das eigene Erlebnis dabei, ne? Dieses Naturerlebnis, was man hat, was man nachher mit den Bildern ja auch so ein bisschen verbindet, ne? Ja, also die Ruhe da. Also ich habe ja schon ein paar andere Sachen da, wo ich, wenn ich es schaffe, morgens so früh aufzustehen, dann fahre ich da auch mal hin. Mal gucken. Ja. Es gibt so viele Sachen bei uns. Ich wohne ja nun wirklich in der Gegend, die echt genial ist, ne? Mittelrhein da, Mosel, Eifel, Hunsrück, die ganzen Schlösser da, das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist auch Koblenz, Kochen da alles, ne? Genau. Burg Elz, ich habe die Burg Elz sozusagen vor der Tür. Wow. Da war ich auch irgendwann mal. Da müsste ich ja auch mal wieder hin, ne? Ich habe ja, ne, da habe ich. Das ist auch. Wir wollten letztes Jahr dahin, da fing das dann an wieder mit Corona, weil da ist ja wirklich, wenn du da eine Pension hast, hast du ja 10 Schlösser in Reichweite irgendwo, ne? Also eins kann ich nur sagen: Burg Elz ist cool, klar, das nimmt man einfach mit. Aber da gibt es dann direkt nebendran eine Burg, die Burg Pyrmont mit Wasserfällen, auch cool, kennt keiner so genau. Und die Burg Thurrand an der Mosel, gar nicht weit weg, das ist eigentlich auch noch so ein kleines Highlight. Ne? Da gibt es einiges zum Fotografieren. Ja, ich wollte auf jeden Fall mal hin. Niederrhein ist auch schön, aber halt relativ flach alles. Ne? Da ist halt ein bisschen. Ja, sag Bescheid, wenn du hier bist, mach mal kleine. Ja, können wir gerne machen. Ist so weit, ist das auch gar nicht weg. Nö. Und dann lässt du dich oft filmen dann von deiner Frau? Nee.
Die DVD wird gelegentlich mal gefilmt. Also die hat sich am Anfang hat sie gesagt, was machst du denn da für ein Mist da, so ein Blödsinn. Dann habe ich sie aber mal zwei, dreimal ganz gut in Szene gesetzt bei einem Video. Ne? Cool. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie auch gelegentlich, also die macht nicht jetzt jedes Video mit, aber du findest das ein oder andere Video, wo sie dabei ist oder auch mal im Urlaub oder so, Hamburg oder Schwarz, das macht ihr schon ganz gern dann. Ja, muss auch da, also da, auf jeden Fall muss Verständnis dafür da sein, ne? Sonst macht es, glaube ich, dann auch. Ja, also, wir machen das auch wirklich, das sieht ja dann immer auf so einem YouTube-Kanal so aus, als ob wir nichts anderes machen, wie, was ist denn hier mit meinem Fokus los hier? Hallo? Kennen? Ja, da sind wir wieder. Dass wir nichts anderes machen. Natürlich haben wir einmal ein Video und gehen fünfmal auch ohne Videokamera dann wandern, ja. Ne? Oder mit Freunden oder so, ne? Das macht einfach, wenn du filmst, wenn du so eine Wanderung filmst, dann kannst du die Wanderung nicht wirklich so genießen, wie du eine Wanderung genießen willst. Ja, überall dreimal langlaufen für die Szene. Genau, aber das muss man natürlich, wenn man was Cooles haben will, muss man dann schon ein bisschen im Hinterkopf haben, wie will ich so ein Ding da aufbauen. Ne? Deswegen brauchst du das eine oder andere. Planst du die bewusst oder machst du das spontan während Fotobomben? Ich sage jetzt, ich gehe jetzt heute, ich mache eine Wanderung, dann habe ich im Hinterkopf aber, was ich machen will. Also natürlich eine Anmoderation, ein Teaser vielleicht, dann halt die eine oder andere Durchlaufszene oder wo coole Hintergründe sind und dann schon, ja klar, ein bisschen B-Roll. Ja, aber alles ungeplant. Nur so ein bisschen, bitte, Andreas? Ja, war jetzt auch so meine Frage. Gerade, ich meine, wenn jetzt so Drohnenflug oder so ist, für mich auch immer so die Frage, Ich verkopfe mich dann immer so ein bisschen so. Ich will jetzt eine tolle Szene, ich will jetzt irgendwas Episches. Da muss mindestens ein Nebel sein und Herr der Ringe epische Musik im Hintergrund muss laufen sozusagen. Ja, und finde einfach diese Szene dann natürlich nicht oder so, weil ich mich schon wieder so verplane oder verkopfe oder so. Oder hast du da irgendwie, wie gehst du das an, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mal einfach einen Shot machen mit Google Maps oder wie gehst du, oder Google Earth? Ja, also da in der Tat versuche ich mir vorzustellen, wie sieht das von oben aus. Ne? Google Maps ist da super, super gut. Oder wenn ich irgendwo vorbeifahre, wenn ich einfach irgendwo in der Eifel rumfahre oder hier vorbeifahre, dann gucke ich, kann man da fliegen? Ja, oh, das sieht cool aus, das ist ein Waldsee, das ist ein See, der ist blau, drumherum sind im Herbst rote Bäume, das ist einfach cool. Ne? Und dann ist es wichtig, sagen wir mal, als Anfänger fliegst du einfach drauf los. Das ist halt so, das ist bei mir genauso gewesen. Dann überlege ich mir aber, was will ich haben? Und wenn im Drohnenvideo wird total langweilig, wenn du einfach nur drauf losfliegst und das hintereinander schneidest. Du musst wechseln zwischen, sagen wir mal, Nahaufnahmen, Drüberflüge oder vielleicht auch so knapp vorbei über Bäume, ne, so Schwenks und sowas. Und das musst du halt dann am besten noch mit epischer Musik ein bisschen auf dem Beat schneiden. Dann bist du gut. Gut unterwegs. Aber das ist richtig. Also da, Google ist zum Beispiel da ein guter Helfer. Ne? Oder auch hier auf Fotopilz, sage ich jetzt mal, nicht nur zum Fotografieren, sondern auch zu gucken, wo kommt denn die Sonne da eigentlich her? Ne? Weil Drohne gegen die Sonne kann man machen, ist auch mal ganz cool, wenn sie niedrig ist, aber sonst ist Drohne eigentlich eher mit Sonne im Rücken cool, weißt du? Weil du einfach eine super gute Qualität bekommst. Ne? Ja. Ja. Stress mit der Mini, das hat ein bisschen so mein Problem gestartet, dass ich ganz oft die Verbindung verloren hatte. Also was man auch so klassisch sieht, Beginnerfehler, ich hatte nicht auf Flugmodus geschaltet und beide Wi-Fi-Netze an und so weiter. Und da hatte ich jetzt mehrfach, dass ich die, ich sag mal, jenseits, vielleicht gerade nicht mehr in der Line of Sight hatte, also jetzt nicht massiv weit weg, aber das Ding ist ja 10 Meter hoch, dann ist es ja kaum noch zu erkennen. Und die ist schon wirklich... Und dann auf einmal die Verbindung zum Display weg war. Und das war schon immer recht stressig, was mich auch jetzt davon abhält, über Bäume oder irgendwas zu fliegen, großartig. Ne? Ja, man muss ein bisschen, also du kannst schon natürlich auch ein bisschen Vertrauen haben. Ich sage immer so, also als Anfängertipps, klar, also allerwichtigste ist, dass du deine Umgebung kennst, ne? Dass du einschätzt, wie hoch die Bäume sind, dass du die Return-to-Home-Funktion bei der Mini nicht auf 10 Meter setzt, sondern auf den höchsten, sagen wir mal, da der Baum ist 30 Meter hoch, also setzt die Return-to-Home-Funktion auf 50 Meter, dann hast du Luft, dann kommt die natürlich auch automatisch zurück, ne? Wenn sie noch genug Akku hat. Wenn nicht, dann landet sie einfach irgendwo. Dann hast du aber immer noch die Chance, dass du es mit der Find-My-Drone-Funktion dann wieder findest, wenn nicht gerade Wasser drunter war oder so. Aber ich sage jetzt mal,
Die Mini 1 hatte schon noch diese Probleme, dass sie sehr störanfällig war. Ne? Man kommt zwar, wenn du keine Störungen hast, locker auf einen halben Kilometer ohne Probleme, ne? Aber wenn du drumherum auch schon nur das Handy, ein anderes Handy oder ein Bluetooth-Gerät oder selbst hier so ein Rode Wireless Go-Mikrofon anhattest, dann hat das Ding schon nach 150 Metern rumgezickt. Da müsstest du mal überlegen, ob du dir nicht vielleicht die Mini 2 holst, weil die ist dann schon, sagen wir mal, hast du mehr Sicherheit, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also mehr Verbindungssicherheit. Und hast RAW-Bilder auch bei der Mini 2. Ja, ich habe ja die Mini 2. Ja. Das ist schon, also von der Verbindungsqualität, Gott sei Dank, ist richtig gut. Ja. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr mit gehabt. Die ist natürlich nicht so ganz stabil in der Luft wie die größeren jetzt hier, wie so eine. Ja, ja. Ja, aber das, so. Das ist wieder so eine andere Geschichte. Wenn der Andreas fotografieren will damit, dann kann man eigentlich nur sagen, dann musst du eine Drohne mit einem 1-Zoll-Sensor holen. Fertig. Du machst natürlich auch nette Fotos mit der R2 ohne 1-Zoll-Sensor. Bei gutem Licht geht das. Aber das 1-Zoll ist schon viel, viel besser. Muss man sagen. Es ist viel, viel besser. Ja, der Aki, der fragt nochmal nach, wegen den Kameras, ob man da was machen kann. Ja, mit den größeren Systemen, da kann man alle möglichen Sachen mittlerweile drunter hängen. Aber das ist nicht mehr Hobbybereich. Aber da kostet die Drohne 10.000 Euro. Ne? Also, ja, und dann hat man natürlich dann auch von der Nutzlast, da braucht man halt teilweise wirklich die Genehmigung dafür, weil man natürlich höhere Nutzlast unterwegs ist. Und auf jeden Fall würde ich, glaube ich, sagen, kommt man in eine Klasse rein, wo man den A2-Schein haben muss. Und dann wird auch vieles dann genehmigungspflichtig, weil man dann halt die Gewichte halt relativ erreicht. 5 Kilo, glaube ich. Ne? Ja, sowieso. Da muss man jetzt mal abwarten. Es gibt ja jetzt sogar eine Aussage von, dass das nachzertifiziert werden könnte eventuell. Die Möglichkeit besteht wohl. Also, ja, Retrofit. Ja. Ja. Also das unter Umständen, aber was das dann nachher am Ende bedeutet, wenn nachzertifiziert ist, keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Ja. Also ich fühle mich mit meiner, die ist zwar jetzt auch etwas älter und die soll ja dann auch nur noch unter A3 oder C3 zu fliegen sein. Ich warte einfach jetzt mal ab, was da passiert. Und, also ich war jetzt so begeistert, war natürlich eigentlich für mich absoluter Blödsinn, die R2S zu bestellen. Das wollen wir mal festhalten. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn wir nicht gerade Corona hätten, ich keine Urlaube, die letzten drei Urlaube ausgefallen wären und ich das Geld mehr oder weniger noch auf dem Konto gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich die ja nicht gekauft. Ne? Das habe du ich hast auch die R2 gehabt, oder? Die habe ich auch noch. Okay. Die soll aber natürlich schon irgendwann jetzt verkauft werden. Ich habe doch alle 4 Drohnen jetzt in der Luft gehabt beim letzten Video. Ja, habe ich gesehen. Also ich darf ja als A2 EU-Fernpilotenzeugnisinhaber, ist das Ding, glaube ich, sagen, dass das ja nicht zulässig war, glaube ich, ne? Ja, ich war auf dem Modellflugplatz. Ach so, ja, dann. Das ist wieder ein Unterschied. Deswegen habe ich auch, da hat der ein oder andere gesagt, da kannst du das nicht machen. Ja, ich sag, die Drohnen, die waren 1,50 Meter über dem Erdboden auf dem Modellflugplatz. Und habe ich gesagt, also das kann ich schon machen, habe ich gesagt. Ich bin schon Fan auch von den Regeln, da muss ich auch ganz klar sagen, weil wirklich viel Unfug gemacht wird. Bin aber jetzt auch nicht jemand, der jetzt bei jedem YouTube oder Facebook Video oder Foto sofort schimpft. Das ist hundertprozentig außerhalb der Regularien erstellt worden. Sollen sie machen, wenn sie meinen. Aber das sind halt die Leute, die auch uns die Regeln so scharf machen. Ne? Ja, ja. Aber also, das weiß noch das Video hier. Wir haben hier so eine Schwanenburg auch. Ja. Aber letztes Video bei Facebook, da sind die dann im Schnee mitten über die Stadt geflogen und einmal um diese Burg rum, wo ich dann auch denke, boah, Leute, das ist, aber ist halt traurig, dann, aber das sollen sie alle machen. Ja, ich bin aber auch keiner, der dann irgendwo was drunter schreibt oder, ne, ich bin, das ist, also hier diese einschlägigen Drohnenforen da bei Facebook, das ist teilweise furchtbar, was du da liest, das ist echt, da machen wir gar nicht mit. Den A2 mache ich aber in der Tat auch wahrscheinlich nächstes Jahr. Dieses Jahr nicht, weil ich noch beruflich wahrscheinlich noch ein Jahr ins Ausland gehe, jetzt ab Herbst. Okay. Und dann, da geht es übrigens eventuell nach New York. Das wäre natürlich ganz cool, auch so fotografisch und videomäßig. Ne? Da müssen wir mal gucken. Also ist noch nicht sicher, schauen wir mal. Aber das ist schon fast jetzt ein Leak. Ich habe noch nicht hundertprozentige Zusage, aber das könnte passieren. Und dann mache ich den A2 schon. Wenn ich wiederkomme, mache ich auch. Also da denke ich, mache ich den schon. Wir kommen mit, war Dirk. Bitte? Wir kommen mit. Ja, ich fliege ja nicht. Nur Drohne. Da muss ich ja mit dem Schiff runter.
Achso, du fliegst, hast du Flugangst? So ein bisschen, schon, ja. Ja, vielleicht kann meine Frau dir ein paar Tipps geben. Die ist ja Stuart, die ist ja Flugbegleiterin. Okay. Wenn die dich an der Hand hat im Flieger und dann vielleicht einen irischen Whisky in der linken Hand, dann geht könnte das vielleicht. Könnte helfen. Ja, ich bin ja schon ein paar Mal geflogen, aber boah, nee, ist kein Spaß. Nee, aber A2 würde ich aber jetzt schon mal überlegen, wenn du den machen willst. Weil im Moment ist natürlich überall, sind die online da machbar. Ne? Ich weiß nicht, wie die das nachher machen. Also da bin ich auch vollkommen entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich echt entspannt. Gucken wir mal. Ich habe halt viele Nachfragen halt, wenn das mit Gewerbe, wenn du es gewerblich machen willst oder mal, ne, ich habe viele Nachfragen von der einen oder anderen Gemeinde, wo ich dann auch mal ein Video von irgendeinem Traumfahrt gemacht habe, wo man auch fliegen darf, ob ich dann für die auch so mal ein bisschen Material, die würden auch dafür bezahlen. Aber ich gesagt, kann ich aber gar nicht machen, wenn ich keinen A2-Schein habe. Ich glaube, das geht nur mit A2-Schein, wenn du gewerblich den Kram dann machst. Ne? Das geht nicht mit dem A1 und dem A3, glaube ich zumindest. Also, wie gesagt, ich habe. Was sagst du, Andreas? Also, gewerbliche Sachen an sich ist ja nicht mit dem Führerschein an sich gekoppelt, sondern nur wo du fliegst. Aber wenn ich zum Beispiel die Burg. Also, da musst du ja wirklich dann aber genauestens drauf aufpassen, dass die Bundesstraße genau. Weißt du, was ich meine? Wenn dann an der Burg vorbeigeht, wo die 100 Meter sind und dann, wenn du aber dann halt den A2 hast, dann kann die Gemeinde sich selbst um diese Genehmigung kümmern. Das machen die auch. Und dann sagen die, ja, du darfst heute fliegen und darfst die Burg im Dunkeln fotografieren und dann brauche ich mich da nicht mit rumzuschlagen. Das meine ich. Wenn wir fliegen gehen, irgendwo habe ich auch immer eine E-Mail ausgedruckt dabei von den Leuten, Grundstücksinhabern oder so. Wir waren jetzt Samstag, wie gesagt, in dieser komischen Hochschule, da kam der Sicherheitsdienst, der war auch sofort draußen. Und das Ding war noch nicht einmal in der Luft, ne? Nee, der war noch nicht mehr in der Luft. Das heutzutage Drohne ist direkt so, da denken die Leute, boah, Spionage. Ja. Ne? Ja, wir hatten das auch schon, wir sind fliegen gegangen, kam ein Fahrradfahrer an, hat erstmal unser Auto fotografiert, uns fotografiert und so, dann hat er mal gefragt, ob wir fliegen dürfen. Aber da hatten wir auch die Genehmigung dabei, aber die Leute sind ja teilweise sehr sensibel. Ne? Ich gehe da verhältnismäßig offensiv, wenn ich da irgendwo am Fliegen bin und merke, dann kommt vielleicht jemand, ein Passant, und dann nehme ich den eigentlich direkt schon offensiv. Da wollen Sie mal gucken hier, was ich hier mache und so, ne? Ja, lass den mal aufs Display gucken, weil viele Leute wissen ja gar nicht, dass die aus so einer Entfernung gar nicht erkannt werden können. Das ist überhaupt unmöglich, ne? Deswegen. Also das ist, die Medien haben natürlich da auch einiges kaputt gemacht an. Es sind halt diese spektakulären Fälle an Flughäfen. Das ist einfach so. Ne? Ja. Drohne an Flughäfen, Drohne an irgendwelchen Schlafzimmerfenstern oder die Drohne in der Gedächtniskirche in Berlin, die da hängen geblieben ist. Das sind halt die spektakulären Sachen. Wenn du irgendwo über eine Ecke vom Naturschutzgebiet fliegst, dann ist das nichts anderes, wie wenn du 55 in der geschlossenen Ortschaft gefahren bist. Ja. Oder so. Das ist wirklich genau dasselbe. Ja, ich finde das auch teilweise wirklich Überziehung. Auch ich finde halt immer spitzmäßig, wenn irgendwelche Piloten dann sagen, sie hätten welche gesichtet. Die Augen hätte ich gerne. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber da gibt es ja auch ein paar Gedanken mittlerweile, dass da gerade die Lufthansa, weil sie da in dieses Geschäft ja auch groß einsteigen will, so ein bisschen Stimmung macht gegen die ganzen privaten Piloten. Aber gut. Reguliert sich ja mittlerweile alles ein bisschen wird ja dann wohl über kurz oder lang. Wie stehst du denn zu den ganzen Regulierungen jetzt, so gerade mal mit Dronik, die Einstellung, mit den ganzen Verpflichtungen zu Registrierungen etc. pp.? Ich finde eigentlich eine Registrierung gar nicht so verkehrt. Damals schon, als die Gesetze nicht gab, wie ich nach Irland bin, zur Verwandtschaft, Irland hatte das System schon immer. Ich konnte dann online meine Drohne registrieren, die Anafi, du hast eine Nummer gekriegt und dann durfte ich mit der Anafi auch nach vollem Programm da fliegen, also 120 Meter hoch bei Nacht und. Hast du die nicht registriert, durftest du nur, glaube ich, 30 Meter hochfliegen. Hast dann gewisse Einschränkungen. Also ich finde das gar nicht schlecht, wenn die Drohnen registriert sind. Das Problem ist aber doch nur, dass wir netten Leute, die sich an alles halten, natürlich unsere Drohnen registrieren. Aber die Leute, die am Flughafen fliegen, die werden den Teufel tun und die Drohne registrieren. Ne? Die flexen noch die Seriennummer raus.
Die kaufen sich vielleicht gebraucht auf eBay Kleinanzeigen so ein Ding und fliegen dann am Krankenhaus oder was weiß ich, keine Ahnung wo, oder am Flughafen dann rum. Das ist das Problem. Und posten deswegen, das dann in den einschlägigen Facebook-Gruppen. Ganz genau. Also ich sag mal, grundsätzlich sind die Gesetze vollkommen in Ordnung. Ich finde, ein paar Sachen sind einfach nicht logisch. Dass zum Beispiel man mit einer Mini ohne Sensoren oder Mini 2 ohne Sensoren, nur weil sie jetzt ein bisschen leichter ist, näher an Leute ranfliegen kann und mit der R2S nicht oder auch mit der Pro, weil die sind ja eigentlich eher abgesichert dagegen, mit Leuten oder Objekten zu kollidieren. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ob sich da wirklich so einer so richtig Gedanken macht manchmal. Habe ich das Gefühl, na, wir machen das einfach mal so. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, genauso mit der Zertifizierung. Die hauen eine Zertifizierung raus, ab 1.1., aber es gibt überhaupt gar keine Stelle. Im Moment gibt es faktisch noch keine Stelle, wo man eine Drohne als Hersteller zertifizieren kann. Das hat letztens von DJI einer in so einem Webinar da bei Tronic. Ja, war bei Rebel Rabbit war. Ja, genau. Ja. Kann ja nicht sein. Ja. Und die müssen jetzt dieses Risiko eingehen. Die können ja den Betrieb jetzt nicht einstellen und DJI ist halt ein Drohnenhersteller. Ja, die wollen ja ein bisschen Geld verdienen auch, ne? Auch wenn Chinesen sind. Die verkaufen ihr Zeug. Die ganzen Verbraucher sind total verunsichert und wissen nicht, ob sie nachher noch die Drohnen weiter nutzen können. Ne? Das ist schon. Die Textvorgaben, also das ist ja für mich jetzt einfach auch überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen. Was muss ich als Mini-Besitzer machen? Ja, nein. Muss ich A1, A3 machen? Ja, nein. Eigentlich vom Gewicht nicht. Aber das Ding hat eine Optik darunter, also dann doch wieder ja, oder das ist. Du musst A1, A3 nicht machen, aber wegen der Optik musst du sie registrieren. Okay, aber, Aber A1, A3 ist ja eh kostenlos, da sage ich jedem, mach das einfach, das schadet überhaupt nichts und fertig. Ja, ich habe es jetzt auch gemacht, das war jetzt nicht so. Stundenlanges Studium, wochenlang dafür, um das zu bestehen. Aber es waren so zwei, drei Fragen dabei. Waren schon ab und zu mal eine Frage dabei, wo man gedacht haben, hä? Was wollen die eigentlich jetzt von mir hier? Ja, man muss immer erstmal die Denkweise verstehen, wie die so denken. Ne? Das ist ein bisschen die Führerscheinprüfung von früher. Ne? Ja, ist auch technisch, ne? Google dabei kann man ja sofort dabei nutzen und solche Geschichten. Ich weiß nicht. Ist schon ein bisschen. Ist ja also der wirklich, der Andreas hat aber recht. Das ist wirklich für die Leute kompliziert. Ja. Das kann man einfacher machen. Ich sage jetzt mal, irgendwie, das ist halt so, ne? Die ganzen wenn wir über die Pandemie reden, das ist ja genauso kompliziert, diese ganzen Verordnungen. Blablabla. Das ist ja fast genauso. Was brauche ich denn jetzt? Wäre doch einfach gewesen, einfach ganz klare Geschichten dazu machen. Ne, brauche ich nicht. Aber wenn, dann Bestandsdrohnen, Übergangsfristen, boah, also schwierig. Ja, ist auch wirklich, ja. Und bei den A2 ist es ja noch irgendwo, wenn du den machst, da werden die Fragen werden von der Einrichtung, wo du die Prüfung machst, selber die Kurse bestimmt, ne? Und die lassen die sich dann abnehmen. Also wenn du jetzt bei dem Anbieter A deinen Schein machst, kann es sein, dass der ganz andere Fragen gestellt hat wie bei dem C. Ne? Also ist schon. Also du hast den A2 gemacht, ne? Zu Hause dann, ne? Da musstest du dann auch, glaube ich, irgendwo eine Kamera noch aufstellen, die dich dann filmt. Du hast hinter dir. Damit du nicht pfuschen kannst. Ja, und Mikrofon an und so. Und du musst mit deinem Handy läufst du durch den Raum, musst du alles ausleuchten und hell haben, haben. War schon spannend. Ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der nachher gecheckt hat, nicht wirklich geguckt hat, ob das passt. Also da dreht sich doch jeder Datenschutzbeauftragte rum. Film mal hier einen Raum durch. Ja. Ja, fand ich, also ich bin ja ITler, deswegen fand ich diesen Prozess auch schon witzig. Ne? Du musst es dann mit dem Laptop machen, der Laptop muss auch eine Kamera haben, ne? der filmt dich auch. Und da musst du noch zusätzlich dein Handy dabei haben und die Kamera ist auch aktiv und muss dauernd mitlaufen. Ne? Also ist schon auch technisch eine Herausforderung. Also wenn du keine stabile Netzwerkverbindung oder WLAN-Verbindung hast, ist das auch schon ein bisschen anstrengend. Aber war ganz gut. Ich glaube schon, wenn es dann wieder mit Corona ein bisschen zurückgeht und die Leute dann wieder mehr Präsenzunterrichte anbieten und das vielleicht dann auch eingefordert wird, ist es vielleicht nicht ganz so einfach, weil im Moment musst du ja einfach nur nachweisen, dass du diese ganze Flugmanöver geflogen bist, dann ist jetzt auch kein Problem, die fliegst du ja auch, aber wenn dann Präsenz, die alle noch fliegen müssen, dann hast du mal ein schlechtes Wetter oder ich weiß nicht, bist du deine Drohne mal ohne GPS geflogen, also in diesem Art? Ja, das ist schon schwierig. Das
ist schon eine Herausforderung. Ich bin hier, wir haben hier mal so ein Freizeitbad gebaut, da bin ich durch die heiligen Hallen in der Baustelle geflogen, ohne Unterstützung. Da ist schon deutlich anstrengender. Und ja, die alten Scheine waren ja auch so aufgebaut, dass man das dann auch noch beherrschen musste. Ne? Wobei ich auch mal sage, dann eher A380, den fliegt auch keiner ohne Computer mehr richtig. Ne? Also von daher. Nee, ich würde rein theoretisch kann so ein Ding sogar, wenn er gut angeleitet wird, hier so eine Flugbegleiterin landen. Okay. Im Notfall. Wenn sie die richtigen Knöpfe drückt. Die richtigen Knöpfe drückt, ne? Das geht wirklich so. Aber gut. Sehr hilfreich gegen meine Flugangst gerade. Ja, also das. Also ich kann ja nicht 5 bis 100 Mal sagen, dass Fliegen so ziemlich die sicherste Transportmethode ist überhaupt. Ne? Da gibt es genug, Aber ich kann es verstehen. Ich kann Flugangst durchaus verstehen. Ich habe sie jetzt nicht. Ich kann sie verstehen, weil, das ist halt so. Ne? Weil man halt so ein bisschen so die Kontrolle aus der Hand gibt. Ne? Ist auch so ein typisches ITler-Ding. Ne? So die Computerleute, die sich viel mit Technik den ganzen Tag umgeben. Die wissen, was so alles ausfällt und was so. Die können sich dann nicht so Systeme vorstellen, wo es dann nicht so ist. Von daher. Ja, aber wenn du überlegst, dass so eine Boeing 747 noch mit einem Triebwerk locker gelandet werden kann, ist das auch schon erstaunlich gut. Ja, dann, ne? Auch ja. National ist das auch nicht so eine Angst, das ist schon richtig. Ich habe eine Frage an euch. Ihr macht jetzt so Eventfotografie. Das macht ihr so als Nebengewerbe, gehe ich mal von aus, oder? Das machen wir hobbymäßig um diese Bands und das sind oft hier, wir haben keine Szene dafür, aber wir sind schon so Theaterchor gibt es hier und so eine größere Band und solche Sachen. Das sind aber alles Vereine. Ne? Die machen das aus Lust und Spaß an der Sache. Und wir fotografieren dann also Backstage und aber auch vorne mit. Aber rein hobbymäßig, da gibt es kein monetäres Ding dabei oder so. Ist aber einfach mal interessant, da hinter den Kulissen zu gucken. Ja, also das sind teilweise große Bands und gute, wirklich gute Musiker, die nicht nur covern, sondern auch eigene Sachen machen. Macht schon richtig Spaß und mit welchem Ehrgeiz und so, die ihr Hobby betreiben. Ne? Und das dann zu begleiten, das ist immer fotografisch auch, macht echt Spaß. Da haben wir sogar mal Ballett gemacht. Es hat Andreas auch gute Connections. Nicht gemacht, begleitet. Begleitet. Ja, ich stelle mir euch gerade beim Ballett machen vor. Darauf müssen wir direkt. Aber war dir jetzt wichtig, ne? Ja, aber da hat Andreas auch. Wenn ihr jetzt total, was macht ihr denn am liebsten, wenn ihr entspannen wollt? Oder wie was für Fotografie? Landschaftsfotografie oder whatever? Was macht ihr da? Am meisten Spaß macht Eventfotografie. Macht schon richtig Laune, ist aber nicht entspannt. Entspannt ist Landschaftsfotografie, aber das ist nicht so Andreas Steckenpferd. Andreas fotografiert dann eher Ballett. Ja, aber so Porträts oder sowas dann, ne? Weil das das Leute Moment in Action. Also Leute in Action sozusagen. Ja, also das ist jetzt total pathetisch, aber die Emotionen einzufangen, also das ist tatsächlich das. Also deswegen bin ich ganz wenig Porträtfotograf. Ich habe auch mal so Workshops gemacht. Mit so bekannten Starfotografen, der hatte dann da irgendwelche Models dabei. Die haben auch Knopfdruck, haben die einen angegrinst, als wäre man Brad Pitt persönlich. Und im nächsten Moment sitzen die wieder mit ihrem Handy und WhatsAppen. Und das ist das war so ekelig, fand ich einfach, weil das einfach so offensichtlich, sagen wir, mechanisch war, einfach, was die da gemacht haben. Hat mich nicht abgeholt. Und wenn ich allerdings irgendwo wenn ich bei der Hochzeit bin und zu den Klassiker des weinenden Schwiegervaters oder der Oma, oder wenn ich bei einem Bühnenevent sitze und hab da einen Künstler, der hochkonzentriert ist und sich fokussiert oder so, das ist super, da geht mir einer ab, oder das sind einfach so diese Momente, das ist das, und tatsächlich auch diese diese ganze Eventfotografie, das Backstage, dieses ganze Drumherum, wie Dirk auch schon sagte, das ist so eine Spannung und man wird ja auch, ich meine, egal ob es jetzt, es ist vollkommen egal, ob es jetzt Ballettaufführung oder irgendwelche Rockbands oder Theaterchor, wo dann wirklich dann 140 Leute hier wirklich Sachen aufführen,
diese Spannung ist ja eigentlich immer gleich und diese Aufregung, man wird Teil von diesem Ganzen und man begleitet die und fotografiert die in allen möglichen Situationen und das ist das einfach, was ja, ja was und es heute einfach ausmacht. Auch, und heute ist ja auch bei solchen Sachen eine extreme Professionalität möglich, ne? Also wenn die da, das ist ja jetzt nicht so eine Schulaufführung, wie man sich die vor 20 Jahren irgendwie in einer Aula vorstellt, sondern die leben ihr Hobby ja da richtig aus und da sind teilweise hier Aufführungen. Also Andreas hat mich da reingeführt in diese ganze Sache. Da ist man dann schwer beeindruckt, mit welchem Ehrgeiz und welcher Liebe und Einsatz die solche Sachen nachher produzieren. Ne? Und das passt ganz gut zum Fotografieren. Wir haben da tolle Motive. Ne? Man kann dann von der Bühne aus mit fotografieren und solche Sachen. Das ist schon, macht schon richtig Laune, macht schon Spaß. Kann ich kann mir auch spannend vorstellen. So gute Hochzeit, das wäre für mich, ja gut, wenn ihr zu zweit seid, wie du gesagt hast, ist der Druck nicht ganz so hart, weil du dann immer noch einen Backup sozusagen hast. Ja. Alleine weiß ich nicht, ob ich dann alleine eine Hochzeit fotografieren wollte, wenn da was schief geht. Ich hatte auch mal, mich hat jemand mal gefragt, ob ich eine gewisse Veranstaltung filmen kann, ohne jetzt darüber zu reden. Da habe ich gesagt, boah, das ist aber eine Verantwortung, sage ich dir. Wenn das nichts wird, ich kann ja nicht versprechen, dass das auch was wird. Ich bin ja wieder Profifilmer. Das ist dann was geworden, das war cool, aber der Druck ist schon enorm, wenn man alleine ist. Ne? Ja, ist auch beim Filmen, finde ich sowieso, ist der Druck schon noch eine. Also ein Foto bei so einem Event. Da würde ich auch mit zwei Leuten arbeiten, grundsätzlich. Ja, also da würde ich auch mit zwei Leuten arbeiten wollen. Dann, ja, ne? Also nicht, wenn ich jetzt hier so ein, wenn ich jetzt hier so ein, da habe ich jetzt mal vor, bevor ich jetzt noch weg bin, so ein Imagefilm von unserem Golfclub da zu machen. Den kriege ich auch alleine hin, ne? Ja. Erstmal schön den Platz und dann halt vielleicht irgendwo ein paar schöne Szenen, wo die Leute Spaß haben und ein bisschen Emotionen und sowas. Das kriegst du dann zusammengeschnitten. Aber den Moment an sich für eine oder zwei Stunden alleine einzufangen, das ist schon schwierig, ne? Wir haben auch hier, wir sind ja Karnevalshochburg hier. Ja. So die Karnevalssitzung und so fotografieren wir ja auch ehrenamtlich. Das ist natürlich immer ganz witzig, nach der dritten Abendvorstellung nicht mehr, dann kennt die Gags meistens schon, aber da hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann öfter mal Fotos zu machen, wenn es dann mal irgendwann wieder ist, das ist ja alles, die betreiben alle ihr, wir sind dann, ich bin eigentlich so ein Karnevalsmuffel, aber ich wohne hier auch in der Karnevalshochburg, in meiner Straße wohnt der ganze Elverath hier aus dem Dorf und da ist dann auch eine Gelegenheit, wo man sich dann in so ein Vereinsleben einbringen kann und dann ist er halt der Hobbyfotograf, der dann für den Verein die Fotos macht. Und ich finde, das fordert einen auch immer so ein bisschen und gibt einem die Motivation, dann auch Sachen zu machen und auszuprobieren. Ne? Landschaftsfotograf. Hey, man muss schon mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus, das ist richtig. Ja, und das macht dann auch. Aber es hört halt dann auf, wenn du so eine Hochzeit, ne? Und da geht auf einmal die SD-Karte kaputt oder so. Oh nee, Gott, ey. Das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn du den ganzen Tag dann unter Druck arbeiten musst. Ja. Das macht keinen Spaß, aber wenn wir hier so eine Karnevalssitzung fotografieren, danach. Ja, Karnevalssitzung ist ja gut. Also, aber ja, das ist dann. Aber das ist tatsächlich so eine Hochzeit, ist jeden Respekt vor jedem, der das alleine macht. Ich meine, ich habe jetzt auch einzelne alleine jetzt gemacht, einfach wenn der junge Mann zum Beispiel irgendwie an der Ostsee im Urlaub war oder so. Aber ja. Aber es ist halt tatsächlich, da ist mein Bammel immer, dass man diese paar Momente nicht erwischt. Ich sage jetzt mal klassisch, Ring aufstecken, Küsschen geben und so weiter, Torte anschneiden. Das ist schon, deswegen bin ich schon immer ganz froh, dass wir da zu zweit auflaufen und gibt mir schon ein deutlich besseres Gefühl. Ja, ich finde aber du hast so wahrscheinlich in der Sony zwei SD-Karten drin, die dann parallel speichern, oder? Ja. Hatte Fuji auch, das habe ich eigentlich auch ganz, das ist gut, das ist eigentlich eine coole Funktion. War mir auch immer wichtig, aber ich habe es irgendwie, Gott sei Dank, bisher noch nie benutzt. Nee. Aber irgendwann passiert es mal, das ist das Problem. Ne? Ja. Letztens hatte ich einen in der Gruppe, wir haben so eine Facebook-Gruppe auch, wir kennen R5, R6, ist ja so ein bisschen Steckenpferd meines Kanals, haben wir auch eine Facebook-Gruppe. Da war letztens erstmal einer, der dann, glaube ich, mal seine SD-Karte kaputt hatte und auch nicht gerettet bekommen hat. Und das ist schon. Gott sei Dank, die haben ja mittlerweile, wenn man ein paar Euro investiert und nicht irgendein China-Ding da kauft, da sind die Speicherkarten, glaube ich, mittlerweile von einer guten Qualität. Ich hatte einmal eine von Samsung defekt in der Drohne, die ganze Zeit geflogen, alle Akkus leer, zu Hause Karte kaputt. Ja, das ist ärgerlich.
Ja, passiert halt. Aber wenn es dann aber der klassische Anfängerfehler, wenn man nicht die Funktion, also bei der Navi war es ja so, dass man das einstellen konnte, dass die Drohne bei Start direkt anfängt zu filmen. Ne? Der klassische Anfängerfilmer ist ja, du fliegst, super geile Manöver und fliegst und war es auch total geil. Und dann merkst du, oh Scheiße, ich habe ja gar nicht den Aufnahmeknopf gedrückt oder so. Oder? Kommt mir irgendwie bekannt vor, Samstag. Ja, aber es passiert mir tatsächlich immer mal noch mal wieder. Ich mache ja grundsätzlich eher so kurze Aufnahmen, ne, weil das einfach besser zu verarbeiten ist. Man könnte dir sagen, ich fliege jetzt den Akku leer und mache dann eine 8 Minuten Aufnahme. Aber dann musst du nachher im Schnitt immer so viel suchen und so. Ich mache dann halt den Take. So, und dann, wenn du halt einfach mal so ein bisschen so, sag mal, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal, einfach weiterfliegst und vergisst dann den Aufnahmeknopf zu drücken und merkst, ach du Scheiße, den geilen Shot hast du jetzt gar nicht aufgenommen. Boah. Ich hab das oft und das finde ich auch bei DJI von der Steuerung schlecht. Wenn du Quickshots machst, geht die Aufnahme danach auf. Die macht ja dann ihre Aufnahme. Und das ist dann immer so der Klassiker, danach schalte ich dann meistens nicht an, fliege die tollsten Sachen und hab nachher die Aufnahme nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich nutze gar nicht mehr Quickshots. Es liegt natürlich ein bisschen daran, dass ich natürlich auch manuell ganz gut fliegen kann, aber ich nutze wirklich dieses Spotlight. Das ist sowas von eine coole Funktion, wo du einfach jetzt auch, Spotlight geht ja nicht nur mit Personen, sondern auch mit Objekten, ne? Wo du dann einfach, du kannst mit einem Daumen kannst du die Drohne fliegen, ne? Die fliegt einfach immer um dich rum oder die fliegt einfach, ne? Das ist Wahnsinn. Die festgenagelt. Ja. Oder auch, wenn du dann, du kannst sie, also jetzt speziell für Video natürlich, auch wirklich als Kameramann oben positionieren und wenn du Spotlight bist, dann folgt die dir wie so eine Kamera. Ne? Und dann ist das ist cool. Eine ganz coole Funktion. Das ist eine coole. Mit welcher App fliegt die R2S? Auch mit der normalen, mit derselben wie die Mini 1 und 2. Also mit der Fly-App. Mit der Fly-App, ja. Also ich finde die auch mittlerweile besser. Ja, die ist auch besser, das ist übersichtlicher. Und bei der Mavic 2 Pro muss ich ja noch mit der, wie heißt die? DJI 4, mit Go 4 oder sowas. Ne? Ja, die finde ich dann noch so ein bisschen unaufgeräumt. Also jedes Mal suche ich das SD-Karten formatieren da drin und so, das ist so ein bisschen, aber gut, das ist Geschmackssache ja dann auch oft. Ja. Ich finde das ja sowieso immer fragwürdig. Du hast ja auch den Pocket 2 und DJI-Produkte. Wer weiß, okay, Elektronik hält jetzt nicht so lange, aber wenn dann irgendwann mal der App-Support dann abgekündigt ist, ne, finde ich ja immer, dann hat man ein Stück Hardware, ohne App taugt die gar nichts. Ne? Und man ist da so ein bisschen drauf angewiesen. Ne? Fliegst du mit der. Beim Pocket, das ist halt nur mal auch so, der hat einen verbauten Akku. Ne? Ja, auch schon. Der wird nicht ewig halten. Man könnte rein theoretisch wechseln, ist aber schwierig. Dann kannst du auch direkt einen neuen kaufen. Ja, das ist auch nicht so schön. Bei der Mini 2 hatte ich das erste Mal Akku kaputt. Der ließ sich nicht mehr laden, aber war jetzt in der Garantie. Da sind die ja relativ stressfrei. Ne? Der Support geht aber ganz, ganz gut. DJI-Support geht eigentlich. Ne? Der ist okay. Da kannst du wirklich immer toll. Aber ich, also überraschenderweise so im Nachhinein, ich hatte leider schon ziemlich oft Kontakt mit denen, also jetzt einmal mit dem Mini 2, mit dem Akku einmal, dann hatte ich jetzt ich habe so ein RSC, diesen Gimbal mit dem HDMI Funkstrecke, da war die Funkstrecke kaputt und irgendwas hatte ich noch, keine Ahnung, was war, aber dreimal hatte ich jetzt schon Kontakt mit denen, hat immer super geklappt, aber ist natürlich dann auch so, wenn man mit jedem Produkt einmal da irgendwie mit dem Pocket 2 hatte ich die Linse verkratzt, kam sofort. War, beim Pocket 2 hat sie die Linse verkratzt. War sofort verkratzt, wo sie ankam, Ah ja, aber das haben sie ohne weiteres. Ja, das ist ja dann. Das ist auch ärgerlich, weil da geht ja dann gar nichts. Also, wenn die verkratzt ist, ist nichts mit austauschen. Nee. Aber dann gibt es noch einen Prozess bei dem Damage on Revival oder so, heißt der. Wenn das einmal anerkannt ist, dann kriegt man auch relativ schnell sein neues Produkt. Die schreiben dann auch, also das hier mit DJI Care, ich bin ja so ein Care-Fan, da schreiben die dann auch automatisch alles um und so, das klappt alles. Hast du auch DJI Care für den Osmo Pocket gehabt? Ja. Da bist du aber wirklich so ein kleiner Versicherungsfreak, oder? Nee, wirklich, ich bin ja irgendwie in dieses Select-Programm mal gerutscht. Wenn du die Produkte kaufst, dann kriegst du das ja für ein Apfel und ein Ei dabei. Aber für so Pocket oder so mache ich das auch nur erste Jahr. In dem Select-Programm bin ich auch drin.
Ja, stimmt, da bin ich auch drin. Da bin ich extra reingegangen, damit ich die R2S schneller kriege. Hat aber nicht funktioniert. Ich hätte sie über Amazon schneller gekriegt. Oh, ja. Ja, die Lieferzeit. Gut, aber war egal. War wurscht dann am Ende. Du weißt ja, wie das ist. Die Lieferzeiten bei DJI direkt sind ja auch unanständig manchmal. Ne? Also. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass sie die nicht bei Amazon launchen, bevor die nicht ihre eigenen Drohnen wenigstens ausgeliefert hätten, ne, für die Leute. Hätte man mal anders haben können. Man hätte auch bei Amazon dann oder bei wem auch immer dann da bestellen können. Naja, gut. Bis jetzt hatte ich aber auch mit DJI-Drohnen noch keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch natürlich Care. Also bei so einer Drohne für 1300 Euro, also 1000 Euro, habe ich das auch. Ich hatte damals die Phantom 3. Also, ich weiß nicht. Hast du mal in deiner App geguckt, wie viel du schon geflogen bist, wie viele Kilometer? Kannst du ja nachgucken, wie viele Kilometer du schon mit deinen Geräten geflogen bist. Also dürften schon einige sein. Ich weiß, muss mal gucken. Ja, eben gucken, wie. Hat er jetzt was Ton aus? Ja, ich gucke auch mal eben gerade. Gibt es das überhaupt für die Mini auch, oder? Ja, irgendwo hinten bei den drei Punkten und dann bei mehr, glaube ich. 181 Kilometer bin ich geflogen bis jetzt. Wo kann man das denn jetzt genau sehen? Sicherheit? Irgendwo kannst du, glaube ich. Oben bei den drei Punkten hast du Flugaufzeichnungen. Oder du fliegst mit Litschi, dann hast du FlySafe Datenbank. Jetzt habe ich euch ans Handy gebracht. 34 Kilometer. Mit der Mini 2, mit der Mini. Ja. Die lässt aber Meter machen, ey. Verdammte Hacke. Ja. Ach, Moment, ich muss in meinen Account reingehen, ne? Da steht das drin. Ja, oben bei dem. Ich sehe gerade neue Mavic Mini Firmware verfügbar. Könnt ihr mal drauf machen. Profil? Nein, bei Profil. 40,2 Stunden, 502 Kilometer, 238 Flüge. Nur mit DJI. Okay. Und dann, 50 Stunden? Ja. Nicht schlecht. Ja, siehst du. Also hier, da bin ich ja minimal, ist ja nix hier. 36 Kilometer. 30 Stunden, aber nur 181 Kilometer. Ich bin eher der Fotograf. Da ist ja Navi noch nicht dabei. Bei der Navi sind es nämlich 120 Flüge und keine Ahnung, wo sind die Kilometer hier? 120 Flüge, Flugdienste, Tone Logbook. Naja, da kommt auch ein bisschen was zusammen, ne? Ja, das geht schnell, ja. Das ist. Aber sonst manchmal guckt man ja schon etwas geschockt in die Ecke, wenn dann die Drohne da steht und man weiß, man hat schon Monate nichts mehr mit gemacht. Ne? Aber mittlerweile, ich fliege ja auch im Winter und so. Das ist. Ja, mir macht es halt einfach sehr viel Spaß, da irgendwelche schönen Perspektiven zu fliegen und dann was Schönes draus zu basteln. Ja. Also ich will jetzt, der Kanal ist ja jetzt auch kein reiner Drohnenkanal, sondern einfach so ein Mischkanal. Aber zum Beispiel so richtig, klar, jetzt gibt es Drohnenvideos, weil ich die R2S neu habe, ne? Da wird die vorgestellt, aber sonst machen ja die Wanderungen, die sind ja eigentlich gefilmt und werden mit Drohnen und Aufnahmen dann unterstützt oder sowas halt einfach ein bisschen. Ne? Viele gucken das natürlich deswegen, klar, weiß ich. Aber so Wandern, das ist auch so dein Hobby noch nebenher. Ne? So, ja, weil das Wandern ist mein Hobby. Wandern ist seit ungefähr anderthalb Jahren mein Hobby. Weißt du warum? Weil wir nichts anderes machen können momentan. Eigentlich ist mein Hobby ganz früher Handball spielen und Golf, sage ich jetzt mal, und auch mal ganz gerne irgendwo auf einer Terrasse sitzen und ein Bier trinken und ein Steak essen. Das ist auch mein Hobby. Okay. Und Wandern ist jetzt gezwungenermaßen auch ein Hobby, ja? Nein, Wandern macht auch Spaß. Ja. Ich sehe gerade eine Golftour am Niederrhein, hast du auch schon gemacht. Ja, genau, ich war da oben bei euch gewesen. Genau. Wo warst du da, wenn man fragen darf? Wie heißt das da oben? Ich muss schon selbst mal gucken. Sag mal, wo war ich denn da? Hotelburg, warte, ich muss mal gucken hier. Golfclub Duvenhof, ist ja Niederrhein, Spitzhof, das ist ja nicht warte Niederrhein. Mal. Wie hieß denn der Ort da oben? Wegberg. Das ist bei Mönchengladbach. Keveler oder Mönchengladbach? Keveler kommt Andreas her, deswegen hat er auch immer so einen Heiligenschein. Ja. Der Wegberggasse. Ah ja, genau, Keveler ist ja genau, ist der Wallfahrtsort. Ja, genau. Da war ich auch schon. Ja, natürlich. Kerzchen aufgestellt. Sogar während, da waren wir so auf so einem
Drohne segnen lassen. Berufsethischen Seminar nennt sich das bei uns. Okay. Ja, Keveler ist schon spannend immer. Ja, und da, die haben auch in Keveler haben die halt ein tolles Theater- und Bühnenhaus. Und wenn man so eine Einrichtung hat, dann hast du halt auch, um Eventfotografie nochmal aufzugreifen, hast du natürlich viele Vereine und so, die das dann auch nutzen. Ne? Natürlich. Mhm. Ja, aber du bist auch Apple-Fan, glaube ich, ne? So, ja, so ja, absolut. Da will ich ganz ehrlich sein, da bin ich ja so, weißt du, ich habe ja eben gesagt, Kameras sind mir grundsätzlich egal, Hauptsache machen einen guten Job. Aber bei, da geht mir, ich habe mal, ich habe natürlich auch Windows, keine Frage, ich habe sogar einen Windows-Laptop auch, aber ich habe seit 2000 und ich habe das zweite iPhone hatte ich gehabt, das 3G, wenn euch das was sagt noch. Ja. Das habe ich auch noch hier und funktioniert, steht hier in der Vitrine. Und okay. Ich habe halt hier ein iMac vor mir stehen. Das habe ich mir dann einfach nach dem, weil mir hat das Handy so gut gefallen damals. Also halt, die machen so ein, ich hole mir mal diesen iMac 27 Zoll damals, ne? 2011. Und das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Ah, und wie gesagt, dann habe ich natürlich einen Videoschnitt, MacBook, Final Cut. Hast du wahrscheinlich auch, denke ich mal. Nee, ich bin Adobe. 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 Das ist halt bei den Fotografen, die arbeiten oft mit Lightroom, ja. Und Photoshop. Genau. Und dann bist du natürlich oft auch, also ich habe mal so Multimedia-Entwickler gemacht, dann bist du irgendwann so in der Adobe-Schiene. Mhm. Final Cut ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Finde ich die Begrenzung halt nur auf Mac so ein bisschen blöd, weil Andreas zum Beispiel ja am PC arbeitet. Ja, ja, das macht Apple aber nicht umsonst, dass es so viele Mac gibt. Das ist klar. Ja. Das soll ja auch super laufen, ne? Das ist ja, und gerade wenn also, die natürlich diese Hardware so optimiert sind, dann läuft das natürlich alles perfekt. Ne? Ich kann jetzt wirklich nichts zu Adobe sagen. Ganz früher habe ich mal Premiere gehabt auf dem, keine Ahnung, und das ist aber schon 100 Jahre her und da war Videoschnitt auf dem PC echt da musstest du eine Videoschnittkarte haben mit einem G-Log, damit du überhaupt irgendwelche Titel einblenden konntest. Kann ich mich noch daran erinnern. Das war richtig teuer und umgesetzt, aber da habe ich mal Adobe gehabt und habe mit iMovie angefangen. Das ist ja dieses Apple-Programm, was nichts kostet. Reicht eigentlich auch aus. Ich schneide auch gerne mal auf dem iPad oder so. Das kann man auch machen. Aber Premiere ist da schon, beziehungsweise Final Cut ist schon cool. Ich muss aber auch kein Adobe nutzen, weil ich nutze für meine Fotos Affinity. Ne? Okay. Das ist sozusagen das Affinity Photo ist ein ziemlich, glaube ich, umfangreiches Programm, was ich wahrscheinlich nur zu 15% nutze, ist aber egal. Und ich nutze, muss ich mir da ganz klar sagen, ich habe Luminar AI, Feierabend, und da tausche ich auch keine Himmel aus oder so, aber ich kann mir da ein Preset, ich kann mir ein eigenes Preset machen oder so eine Grundmaske, und dann kann ich da von da aus mich direkt weiterarbeiten. Das ist schon eine coole Geschichte. Geht natürlich bei Adobe auch, bin ich mir sicher. Ja, da Luminar ist auch genau das, was man eigentlich braucht. Man kann das Bild beschneiden, man kann es drehen, ausrichten, belichten, entwickeln. Und was braucht man mehr? Ne? Das ist eigentlich von der Arbeitsweise ein ganz tolles Programm. Ich glaube, dass ich, wenn ich Fotograf wäre, sage ich es mal richtig, also da ein bisschen mehr mitmachen würde, würde wahrscheinlich mir das Programm nicht genügen, weil die Performance nicht das ist, was man sich vorstellt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch natürlich auch nicht M1 optimiert, noch nicht. Kann ja sein, dass das noch kommt. Aber es ist schon manchmal nervig, wenn du dann darauf wartest, dass das Thumbnail, wenn du es aufmachst, dann irgendwann mal scharf wird nach einer gewissen Zeit erst. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, hast du bei Lightroom auch manchmal, ne? Ja. Also ist schon ein bisschen. Ja, meine Kamera macht heute auch ein bisschen Mucken. Ist halt, irgendwie ein Datumsbug bei Canon oder so. Ja, kann ja nicht sein. Kann ich nicht so gut. Zu hoch gelobt. Ja, nee, aber. Ja. Aber ihr habt natürlich die ganze Adobe-Suite dann und fertig dann, ne? Ist ja klar. Ja, klar. Das kostet auch Geld, richtig, ne? Und ich mache das nur zum Hobby, ne? Also, ja, ja. aber ich, wie gesagt, ich habe mal Multimedia-Entwickler gelernt und dann bist du halt irgendwo in dieser Schiene drin. Luminar ist super, Affinity ist klasse, Final Cut ist klasse, aber alles immer irgendwie klasse, ne? Aber Magix Video Creator habe ich auch mal früher mitgemacht, weil ich dieses Abo-Ding nicht haben wollte von Adobe. Aber irgendwo fällt man dann wieder so in ein altes Schema zurück und dann gönnt man sich das dann irgendwann mal, wenn dann irgendwie Black Friday Abo zu haben ist oder so. Und dann ist man da wieder drin.
Aber ich würde auch mir alles sagen. Also wie gesagt, Apple hat da schon einen rausgehauen, ne, mit dem Chip da. Also das also kann man gar nicht anders sagen. Ich hab ja erst gedacht, das stimmt, das, was sie da jetzt da vorgestellt haben, stimmt einfach nicht. So, ne, habe ich gesagt, das stimmt einfach nicht. Und aber es stimmt wirklich, es ist wirklich wahr. Du hast hier so einen kleinen Mac Mini stehen und schneidest Fuji-Material 4K60 H265 200 Mbit flüssig und ohne Probleme. Das 265 geht auch? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Hab ich gedacht, kann doch nicht sein. Hier so eine Kiste hier. Ne? Und hab ein Notebook, ich hab ein Notebook von 2018, ein Apple Notebook mit Intel für 3.200 Euro und habe hier den Mac Mini habe ich jetzt mit 1 Terabyte geholt und 16 GB RAM, weil ich einfach gedacht habe, naja, aber das hat trotzdem auch nur, glaube ich, nur 1.300 Euro gekostet. Und das Ding, das ist ja irre, echt. Ja. Deswegen, und das ist also der Anfang, das ist die Einstellung. Ja, genau, die erste Version haben die gleich so ein Ding raus. Ich bin ja gespannt, also wäre der rausgekommen mit 32 GB Arbeitsspeicher, weil ich bin immer... Ich habe jetzt einen mit 16 GB. Ich finde, das ist immer der limitierende Faktor. Dann hätte ich sowieso sofort zugeschlagen. Aber ich glaube schon. Ich glaube, bei der Prozessorstruktur, ich habe da nicht so viel, aber wahrscheinlich 16 GB viel. Weil die kommen ja von den iPad-Prozessoren. Ne? Ist ja schon erstaunlich, was man auf so einem iPad schneiden kann. Da kann man nämlich auch 4K60 flüssig schneiden. Das gibt es gar nicht. Ja. Ne? Das ist auch möglich. Kannst du, macht das Spaß am iPad schneiden? Also ich, mit Luma, sagen wir mal so, es macht, wenn man Final Cut User ist, macht es natürlich weniger Spaß, wie wenn man jetzt, sagen wir mal, iMovie oder sowas hat. Ich habe da Luma Fusion drauf auf dem iPad. Damit kannst du fast alles machen, was du mit jedem Schnittprogramm machen kannst. Sehr gut und auch sehr angenehm. Das geht, ja. Problematisch ist es halt, ich glaube, mit den neuen iPads, die jetzt gerade vorgestellt wurden, das M1 iPad, mit einem Thunderbolt-Anschluss, kannst du ja eine externe SSD anschließen und von der SSD schneiden. Das geht hier halt nicht, weil es USB 3.0 ist oder noch weniger. Du musst dann halt erst das Videomaterial aufs iPad draufpacken und dann da schneiden. Das ist immer dieser Flaschenhals, der so hin und her geht. Und es macht Spaß, ja. Hat einige Einschränkungen, hat keine Stabilisator-Funktion, dieses Luma, Fusion und so weiter, aber damit kommt man ganz gut klar, doch. Ja, die nutze ich aber in Premiere auch nicht, weil H265, 4K60, ohne Probleme. 3-4 Videospuren gleichzeitig. Auf dem iPad Pro 2020, also schon aktuelles. Ne? Und das Ding hat 6 GB RAM. Also deswegen. Geht so durch. Ja, ich bin noch gespannt. Also ich warte noch auf den M1X oder M2 oder was da, wie er auch nachher immer heißen mag. Und gucke mir das danach immer an. Aber wenn du doch so ein Apple-Freund bist und iPhone hast, iPhone zum Vloggen nutzt du aber dann auch nicht, ne? Doch, auch. Ich nutze alles zum Vloggen. Also das mache ich auch echt ganz gerne, ab und zu mal zu wechseln. Also einmal die große Kamera zu holen, dann den Pocket, dann das iPhone, da siehst du auch öfter mal, ich werde auch demnächst mal einen Retro-Vlog machen mit einem Canon Camcorder von 1999, der noch funktioniert. Damit werde ich mal vloggen. Okay. Das ist hier so ein MX-20 oder so ein Teil da. Mit so TV-Kassetten. So alt habe ich nicht, aber ich habe hier noch so ein VC180 Panasonic, so ein Overhead-Kamera. Jetzt ist mein Fokus auch wieder weg. Also iPhone ist, ich habe das iPhone 12 Pro Max, das ist ein Bombending. Also, super Qualität. Auch hier, wie gesagt, ich bin ja auf Foto, hier dieses Apple Pro RAW, wenn du unterwegs bist, hast keine Kamera dabei und schießt die Dinger da in Pro RAW, kannst du echt noch einiges rausholen aus den Dingern. Natürlich nicht vergleichbar mit Files aus der Fuji oder aus anderen Kameras, aber trotzdem geht da einiges. Ne? Ich finde immer total spannend, wenn ich jetzt auch mit dem DJI Pocket 2 filme oder mit dem Handy, wenn du dann in Premiere kannst, deine Grundeinstellung vom Bild, also Belichtung und Schwarz und Weiß und alles automatisch dann korrigieren lassen. Die Regler bewegen sich im Großen und Ganzen nicht. Die Dinger schaffen halt immer, ob die intern das sofort noch überarbeiten und dann so ein Art HDR da drauf machen, damit dann also alles Apple passt. Apple, ich sage, der Pocket macht auch einen sehr guten Job, aber die Dynamik vom iPhone ist der absolute Hammer. Du stehst unten im Pfälzer Wald,
mit einer Sony A7 III, Sonnenuntergang am Film oder am Fotografieren der Kollege, der Andreas, und ich mit der XT4 und mach dann mit dem iPhone, tipp einfach nur mal kurz auf die Sonne drauf, zu der Belichtung, und denke, ach du Schande, wie geil sieht das denn jetzt aus? Ne? Es geht dann natürlich nachher in der Post schon noch ein bisschen was bei den Kameras und auch viel, viel besser, aber so für den ersten, ne, ist dann schon erstaunlich, was da geht, ne? Man muss aber mal gucken, wofür macht man die Fotos nachher. Ist dann wirklich dieses letzte Quäntchen Qualität dann wirklich nötig? Ist schon ein bisschen. Also manchmal, man sieht es natürlich, wenn man genau darauf achtet, aber 80% oder 90% der Leute, die Fotos sich nachher angucken, die sehen das nicht. Ne? Und da sind die ja, also wenn sie auf Instagram postet, schon mal gar nicht. Aber wenn du jetzt hier die Fotos ja vom Deutschen Eck morgens, vom Sonnenaufgang, da mit ND-Filter und so, dann hast du das, also das siehst du natürlich auf Flickr, also wenn du es auf Flickr hochlädst oder hier selber dir reinzoomst. Ja. Ja. Ne? Bist du auch bei Flickr? Ich habe mich da bei diesen Fotobuddies da mal angemeldet, da poste ich ab und zu mal ein Bild rein. Aber das ist auch eher ruhig jetzt geworden bei denen, ne? Ja, letzte Zeit auch. Ich habe da letztes auch mal was reingepostet, aber Oliver ein bisschen, war ja stiefmütterlich behandelt. Ja, ist immer... wenn es am anderen oder andere Prozesse sind, ne? wenn du die Bilder sonst da nicht hochgeladen hast, ich kann aus Lightroom, kann ich die da sofort hochladen. Das ist immer ganz praktisch. Aber ich bin jetzt auch, dann musste die verschlagen worden und so. Und man guckt ja auch immer ein bisschen auf seine Reichweite eventuell. Also ich verwalte meine Bilder eigentlich in der Fotos-App. So bin ich halt, und dann halt mit Alben, und natürlich halt kannst du ja natürlich wunderbar mit dem Datum dann zurückgehen. Allerdings müsste ich auch mal die Fotos in der Fotos-App, da müsste ich auch mal richtig durchmisten. Da können die Hälfte eigentlich wahrscheinlich von weg. Das ist einfach so. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Ja. Jäger und Sammler, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das ist eigentlich furchtbar. Bei der Eventfotografie, da machst du viel mit Serienfotos, da machst du ja sowieso Available Light, brauchst kein Blitz, nix. Da hältst du mal hier, und dann macht die Canon R6 und R5, die machen ja 20 Bilder pro Sekunde. Und dann kannst du dich nicht entscheiden, welche Mimik jetzt die ist, die du halten willst, und dann hältst du erstmal alle. So, und dann nach 2, 3 Jahren guckst du in den Ordner, hast du immer noch. Und dann bei der R5 hast du 45 Megapixel. Und ich bin ja auch einer, dann bewahrt man sich die RAWs natürlich auch, weil könnte ja sein, dass man die nochmal bearbeiten will. Aber mittlerweile, macht man das? Nein. Ich mache das nämlich auch. Und habe hier jetzt, ich habe einen Ordner JPEG und RAW bei Lumina in der Bibliothek drin. Und macht man das? Vielleicht das ein oder andere Foto, bearbeite ich jetzt nochmal Bilder von vor 3 Jahren? Eigentlich, ne, habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch mal, ich habe so ein NAS hier, da habe ich Bilder seit 2001 drauf, alle, also so die privaten und so. Und ich fange jetzt an, ich habe Amazon Prime, ja, da hast du ja auch Amazon Fotos. Und da kannst du auch, da kannst du hochladen. Und da schiebe ich die jetzt hin. Und dann lösche ich die irgendwann, ne? Oder wenigstens den Großteil, weil unendlicher Speicher, die meckern auch nicht, wenn man RAWs mit 45 Megapixel da hochlädt. Ich weiß nicht. Nee, das machen die, das hat in voller Qualität hochgeladen, ne? Ja, ja, aber dann, Apple ist natürlich wieder teurer, ne? Ja, aber wie gesagt, ich kann mich da wirklich schlecht von trennen, aber man kann sie auch nicht alle zu Hause aufbewahren irgendwann. Also Speicher, die reden ja immer alle, Speicher ist ja nicht mehr so teuer, aber wenn ich dann so eine 1 Terabyte SSD sehe, die ein bisschen Geschwindigkeit hat, kostet die auch 180 Euro. Ich habe alle meine Videos als Projektdatei von Final Cut oder Dings auf Festplatte noch. Alle? Mit Rohmaterial? Mit Rohmaterial? Nee, das ist ja bei Apple so, wenn du die Final Cut Projektkartei lässt, dann hast du das Rohmaterial drin. Weißt du? Dann brauchst du das Rohmaterial, wird immer gelöscht. Aber in der Mediathek ist irgendwie ein Container sozusagen. Okay. Hast das Rohmaterial drin. Das heißt, ich kann dann darauf zurückgreifen. Und dann sieht das ungefähr so hier aus. Bei mir, ich kaufe immer hier diese Recertified 1 Terabyte Platten in verschiedenen Farben. Oh ja, ja. Ja. Und dann habe ich die halt beschriftet, ne? Oder Drohnen-Footage wird auf keinen Fall gelöscht, weil kann man immer mal gebrauchen, ne? Epische Drohnenaufnahmen kann man immer unbedingt. Also von meinen Videos, ich habe da die fertigen Videos, ne? Kann ja mal sein, dass bei Google irgendwann ein Rechenzentrum abbrennt oder so. Ja, genau. Ja, nicht, aber die fertigen Videos habe ich alle. Die habe ich auch. Aber die Projekte schmeiße ich weg. Also ich gehe jetzt dazu über, dass ich zum Beispiel die Projekte von hier so Laber-Videos oder so dann halt wegbeame, ne? Weil die brauche ich nicht wirklich. Aber so zum Beispiel hier, keine Ahnung, Wanderung nach oder hier Tunesien, Golftour oder Agadir, sowas behalte ich dann schon noch.
Also, aber wie viel Rohmaterial hast du dann von so einem Photowalk? Also ich nehme, ich mache Folgendes. Ich nehme auch nur das Rohmaterial. Ich lösche aus der Mediathek, also bei Final Cut, wenn das Projekt fertig ist, lösche ich alles Rohmaterial, was ich nicht benutzt habe in dem Vlog, raus, weg. Okay. Dann alle Renderdateien werden gelöscht, alle generierten Mediateien werden gelöscht. Nur noch das Rohmaterial ist drin und sozusagen die Timeline. Und danach ist dann die, sagen wir mal, die vorher 80 Gigabyte Mediathek dann nur noch, sagen wir mal, 30 Gigabyte groß, wenn das ungefähr so aussieht. Und die wird dann, ja, die wird dann halt gesichert, ne? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache oder so, ich kann es dir nicht sagen. Oder ob ich irgendwann mal dazu übergehe, nur noch ganz wichtige Sachen. Ich habe es aber einfach irgendwann mal gemacht und mache es dann halt immer so. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Man hat ja auch das Gefühl, von dem Rohmaterial kann man irgendwie B-Roll noch mal machen oder man muss dann einen Jahresrückblick noch mal machen oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel im Vlog, im Video, war ich jetzt am Sonntag oder morgen, ich weiß nicht, wann es kommt, muss ich mal gucken, wenn YouTube da fertig ist mit der Verarbeitung, dann habe ich halt dann Mavic Mini-Aufnahmen von derselben Tour zur selben Jahreszeit beim gleichen Wetter genommen. Das heißt cool. Also, das geht, weil ich brauchte dann gar nicht zu fliegen. Ja. Sieht genauso aus da. Das kann man dann mal machen. Ne? Ich habe natürlich trotzdem darauf hingewiesen, dass es von vor einem Jahr ist. Ne? Ja. Aber Drohnenaufnahmen würden auf keinen Fall gelöscht. Da bin ich sogar noch fast, ich habe die nur einmal auf Festplatte. Ich bin schon überlegen, ob ich die vielleicht einmal noch backuppen soll. Weil da sind teilweise richtige Schätze dabei. Aber ich habe hier so einen Nachteil. Bitte? Hochgeladen nirgendwo, nur einmal auf einer Festplatte? Einmal auf einer Festplatte, genau. Gerade bei der Drohnenfotos, ich will mir jetzt noch so eine etwas größere Festplatte holen, wo die dann einmal nochmal gebackupt werden, weil die Mediatheken, da kann ich drauf verzichten, wenn die mal kaputt werden. Aber dieses Drohnenmaterial, überleg mal, Festung Ehrenbreitstein, darfst du niemals Drohne fliegen, aber während Corona hat mich ein Abonnent angerufen, der da arbeitet, weil da alles zu war, hat er seinen Chef gefragt, ob er da Drohne fliegen können. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir natürlich. Ja. Stell dir mal vor, das Material wäre irgendwann weg. Ne? Also das wäre ja schade. Also so einen schönen IT-Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Aber ich bin... In den letzten 2 Jahren sind 2 Festplatten verreckt. Einfach hast du billig gekauft? Nee. Das sind wunderbare Evos gewesen. Also hier schon die hochwertigen Samsung-SSDs. Und die sind mir beide einfach verreckt und die Daten waren weg. Und das, Moment, ich habe natürlich ein Backup. Andreas, ich habe ein Backup. Weil ich ja die Vlogs auch als Mediathek, also diese habe ich ja, da habe ich aber natürlich nicht das komplette Material dann drin. Ne? Aber hätte ich dann schon. Aber ich will auf jeden Fall, da hast recht, ich will mir eine etwas größere Festplatte noch holen, wo ich dann einfach die Drohnenfotos einmal nochmal drauf backuppe. Ne? Ja, also... Das also war ich für mich so mein Horror, wenn meine Fotos, also gerade so, ich sag mal so die kritischen Familiendinger, Kindersachen oder so, wenn das weg wäre. Da bist du bei Apple natürlich echt auf der sicheren Seite, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, die habe ich alle bei Amazon liegen. Ja. Dann habe ich hier so ein NAS mit 4 Platten, so ein RAID-System und das macht noch ein Backup nachts immer auf ein anderes System. Ja, ich habe also bei Apple habe ich eingestellt, dass auf dem iMac alle Originale liegen, ne? Und natürlich die Originale in der Cloud sind. Das ist ja schon mal dann, da bist du ja schon mal safe, ne? Ja. Das geht ja schon mal dann, ne? Ja, brauchst du halt den Apple Storage, ne? Und der ist ja halt nicht billig, ne? Ja, aber da nehme ich aber auch wirklich jetzt, gut, ich kann ja jede Menge Zeug noch rauslöschen, aber da nehme ich wirklich dann die bearbeiteten Fotos kommen da nur rein, ne? Also da kommen, also alles, die coolen Fotos, die mir dann gefallen, kommen da rein. In was weiß ich hier, Fotowalk, Deutsches Eck. Da sind dann 12 Fotos drin von, sagen wir mal, 40 oder 50, die du da gemacht hast oder so. Ich habe keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ja, bei mir ist immer, ich finde immer, diese ganzen Mechanismen von Apple, die sind ja total cool eigentlich, aber die sind auch so undurchsichtig. Die tun dann mal irgendwann mal was, ne? Und ich bin da eher so, man hat oft nicht so den Überblick, was da gerade passiert und wann was passiert. Ne? Aber also Apple funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ne? Das heißt also, ich habe ja nur, im Grunde genommen habe ich jetzt nur noch Apple-Geräte, aber auch selbst Windows-Geräte können natürlich die iCloud haben. Da machst du einfach ein Zusatzprogramm dran. Und ich finde das schon ganz cool, dass du halt überall auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac Mini, auf dem MacBook und hier auf dem iMac immer die Fotos dann halt alle parallel hast. Nicht nur die Fotos, auch mein Desktop ist in der Cloud.
Alles, was da drauf liegt, liegt auch auf meinem Mac Mini und auf meinem MacBook, was ich bearbeiten kann. Und einen Dokumente-Ordner habe ich auch noch in der Cloud. Ne? Da muss man halt natürlich schon, also da brauchst du schon, also was habe ich jetzt? Die 200 Gigabyte, da kommt man schon noch, da kommt man schon einigermaßen weit. Ne? Ja, ich finde das auch mal phänomenal. Meine Frau, die hat jetzt ein neues Handy gekriegt, von 6S auf 12. Ne? Einmal iCloud, Zugangsdaten. Ja. Halbe Stunde später, fertig. Alles wie gehabt, weitermachen. Ja. Ja, ja, meine Mutter auch. Sie hat gesagt, ja, und jetzt sind die ganzen Fotos weg. Hey, Mama, die sind nicht weg. Alles gut. Neues Handy. Ja, aber wo sind die denn? Ja, in der Cloud. Ja, das muss man dann ein bisschen versuchen zu erklären. Das ist dann schwierig, aber die liegen halt da. Ja, das ist auch schon, gibt schon, aber ist halt auch praktisch vom Nutzen her. Ne? Also Apple funktioniert halt ganz gut. Man zahlt sicherlich auch einen kleinen Aufpreis bei der Geschichte. Apple könnte auch ein bisschen mehr Speicher zur Verfügung stellen, würde man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also aus den 200 Gigabyte können sie auch mal gerne 500 machen oder so. Ne? Ja. Also das ist schon. Wenn man einmal mit einem Android-Handy zu tun gehabt hat, dann weiß man, warum man da auch ein bisschen mehr für bezahlt bei Apple. Ne? Das ist schon dieses meine Rede. Ja, mein Sohn hat ein Galaxy gehabt. Oh. Ja, also damals ein Google, wie hieß das früher? Hieß das Galaxy? Nee. Nein, nein, das Ur-Google, wie hieß denn das? Hieß das nicht? Nee, Google Nexus. Sagt euch das noch was? Ja, Google Nexus, eigentlich ein total cooles Gerät, fand ich, weil ja pures Android drauf war und von Google. Auch ein echt geiles Gerät. Aber was ist passiert? Irgendwann hatte der da irgendwelche Abos abgeschlossen oder sonst was. Das kann halt beim iPhone nicht passieren. Das passiert einfach nicht. Ne? Ja, auch wenn du Kinder hast oder hier die Kinder einschränken da oder so, Kindersicherheit, das klappt schon wirklich ganz gut. Da bin ich auch echt gut zufrieden mit. Von daher, das ist schon, bin ich da schon immer auch bereit, einen Euro mehr zu bezahlen, wenn es dann halt so gut funktioniert und auch mit Updates und so. Und wenn ich überlege, meine Frau, die hat jetzt bis vor kurzem noch ein 6S benutzt, ne, mit aktuellen Updates und Sicherheitsfeatures und alles. Also das macht schon Spaß. Und das ging oder 6S. Ja. Also meine Mutter hat ein 6S jetzt. Das funktioniert ganz gut. Ich will aber auch, früher hatte ich immer mal überlegt, so ein Android dann zum Drohnefliegen zu nehmen, weil da Phantom 3 konntest du ja noch ein Tablet draufpacken. Mhm. Und aber mit der Litchi-App und so, das finde ich ja alles. Bist du schon mal mit der Litchi-App geflogen? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, darf ich gar nicht sagen, also weil ich ja viel mit drum habe, ich mag das eigentlich gar nicht. Ich will das gar nicht haben. Das ist genau so ein Ding. Ne? Ich bin ja halt eher so ein Apple-Typ, der geschlossen in dem Apple-Gefängnis eingeschlossen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Der sich da einigermaßen wohlfühlt. Und Litchi ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie ein total customisierbares, eine App, wo du dann halt Sachen mit einer Drohne machen kannst, die man normal nicht machen könnte. Und aber natürlich auch die Garantie da nicht mehr gilt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ich habe es damals gemacht mit der Phantom 3, weil da halt ein paar Features drin waren, Panorama fliegen und solche Sachen. Panorama habe ich dann damit gemacht, aber da stürzte auch die App dann immer mal ab und so. Und dann hing es da Drohne fliegen immer iPhones. iOS ist bei Drohnen immer besser. Das ist leider so. Es ist so. Obwohl die Handys, glaube ich, die geben sich heute nichts von. Diese Top-Smartphones sind schon alle gut, denke ich mal. Ja, von der Leistung tun die sich alle nichts. Es ist halt das Betriebssystem, was nachher ausmacht. Ja, ja, so sehe ich das auch. Ja. Aber ich will auch keinen da bekehren. Jetzt gibt es immer diese großen Grabenkämpfe da zwischen Windows Apple oder Android Apple. PlayStation oder Xbox. Am besten beides, ne? So. Ja. Sony oder Android. Was ist beides im Haus? Ich habe eine Xbox, mein Sohn hat eine PlayStation. Ja, ich habe beide, aber zocken, da komme ich nicht mehr zu. Das ist halt im Moment. Ja, wenn man YouTube macht, ne? Vorbei. Ja, das ist. Zocken. Ja. Wie lange brauchst du für so ein Video, wenn du nachher im Schnitt bist, so ungefähr? Also kommt drauf an, wenn ich jetzt hier so ein Stativ, unser Stativ da vorstelle, sozusagen zeitgleich fast veröffentlicht haben. Ja, ich habe dann aber schon ewig hier rumliegen gehabt. Und KKF hat mal gefragt, wie es mit dem Test jetzt aussieht. Und die fragen selten nach, ne? Also. Ja, aber die fragen meistens nach, bevor die irgendwas Neues schicken wollen. Die haben mir jetzt die Filter jetzt hier geschickt. Das sind die magnetischen? Die magnetischen, ja. Ich hab mir diese hier jetzt schicken lassen. Und zwar hier diese Verlaufsfilter da. Ja,
Gut, das ist, weil ich einfach mal Bock habe, das auszuprobieren. Mit dem Filteralter von denen, naja, der soll ja auch ganz gut sein. Ja. Und dann haben wir noch, dann haben wir von Freewell hier noch ein Paket, da darf ich aber nicht drüber reden. Das ist, scheint sehr interessant zu sein. Ja, bin mal gespannt. Für Fotografen, für speziell für Fotografen. Aber Freewell macht ja auch einiges. Ja, die sind ganz gut. Ja, aber wie lange brauchst du noch? Ach, du hast gefragt, wie lange ich brauche. Boah, jetzt kommt echt drauf an. Ich sag jetzt mal, bei mir sind die Videos ja immer sehr umfangreich, weil ich einfach sage, Mensch, ich habe keinen Bock, ich will auch die schönen Sachen alle reinkriegen von so einer Wanderung und möchte mich da nicht einfach auf so 3-4 Highlights beschränken, sondern es soll ja auch eine Erinnerung für mich sein. Das heißt also, so ein umfangreicher Vlog, 20 Minuten, 8 Stunden, also ohne jetzt filmen und so. Okay. Mit allem, also nicht nur Schnitt, übertragen von Dateien. Da gibt es ja viel. Du musst ja erstmal, wenn du jetzt hier ankommst, hast du die Drohne, hast den Pocket, hast die Fuji, dann musst du erstmal übertragen von Dateien. Dann machst du in Final Cut rein, dann fängst du an zu schneiden. Musik aussuchen dauert bei mir verhältnismäßig lange, weil ich da sehr viel Wert drauf lege, dass die Musik einigermaßen passt. Ne? Und dann schneidest du, dann graden. Unter Umständen hat man Glück und man braucht nur ein Latt drüber zu ziehen. Oder man hat kein Glück und hat bei jeder zweiten Aufnahme hell-dunkel. Das ist natürlich scheiße, sage ich jetzt mal, sorry. Aber ist halt keine Studioaufnahme. Und dann bist du hier so richtig mit den Reglern da am Rumspielen und dann gut rendern, überspielen und dann hochladen, Videobeschreibung, Tags. Der ganze Kram, also das dauert 8 Stunden, da kannst du von ausgehen. Das ist schon so. Insgesamt kommen, klar, geht auch mal schneller, also geht auch 4 oder 5 Stunden. Ne? Das ist, sagen wir mal, Video mit dem Stativ, da bin ich rausgefahren, habe mich da in die Kirschbäume gestellt, habe das vorgestellt, habe es gefilmt. Aber das waren bestimmt 5 Stunden, bis ich da fertig war. Ja, also am Ende des Tages. Ja, das ist, man will es ja dann auch immer möglichst perfekt machen. Und gerade bei solchen Sachen wie Stativ vorstellen, mit den technischen Daten und die Bezeichnung von dem Ding ist ja auch so kryptisch und solche Geschichten. Du machst dann auch mal ein paar Nahaufnahmen, irgendwie ein Bio. Ja, ein Bio machen. Machen ja. Und du willst es ja vielleicht auch anders machen, wie einfach nur hinsetzen. Ich habe das Stativ jetzt geschickt bekommen, so jetzt mache ich mal das Stativ, stelle es vor, weil ich es vorstellen muss. Ne? Also soll Ich habe mir das ja auch, das habe ich ja selber gekauft, das Stativ. Das habe ich nicht geschickt bekommen. Ich habe ein anderes geschickt bekommen, was ich aber nicht so gut fand. Und wo ich denen dann gesagt habe, Leute, ich finde das nicht so gut. Soll ich da echt ein Review drüber machen? Weil ich mache das so aus Sicht des Vloggers und Videofilmers. So als kleines Fotostativ wird es durchgehen, habe ich gesagt. Aber nee. Und dann habe ich gesagt, ich könnte aber eins von diesem großen machen, weil ich es selbst gekauft habe, weil davon bin ich überzeugt. Das finde ich cool. Und dann haben sie gesagt, ja, dann mach das. Ne? Das war wirklich so. Ja, aber man muss auch ehrlich sein. Ja, das ist nicht schlecht, das Stativ, dieses so Carbon-Stativ war das, ne? So ein kleines. Aber es ist halt, wenn du da die Fuji drauf packst, dann geht es so. Ja, das ist, halt, ist einfach zu klein. Das ist super für die EOS M50 oder so. Ja. Aber nee, für den Preis war dann das hier, das große war schon gut. Ja, das habe ich hier so als über ein Tischstativ habe ich das auch. Das funktioniert ganz gut. Ist auch witzig mit dem anderen Kopf, ne, dass die Stange so rausziehen kannst und so. Cool, auch du kommst ja grundsätzlich, wenn du es dann aber wirklich mit rausnimmst und willst bodennah fotografieren, kommst du ja so komfortabel bodennah, kommst du ja mit den anderen gar nicht, weil du kannst die Kamera ja gerade, sozusagen gerade dann drauf machen. Ne? Außer eins ohne Mittelstange, ne? Ohne Mittelsäule, aber. Da kommst du klar, Logo. Ja, aber sowas sollte ich mir vielleicht auch mal anschaffen, wenn ich öfter Landschaft fotografiere. Ja, da gibt es ja auch so viel. Aber wenn man einmal ein Stativ hat, dann ist auch, über ein Stativ ist ja auch nicht so viel zu sagen. Ne? Da ist halt immer. Aber das macht schon Arbeit. YouTube macht echt viel Arbeit und ist natürlich ein echter Posten im Leben, sage ich jetzt mal. Das wirst du auch merken. Man muss aber dazu sagen, dadurch, dass wir jetzt diese Pandemie haben, habe ich natürlich auch zwar normal weitergearbeitet, aber danach, also Golf habe ich nicht so viel gespielt, weil es teilweise gar nicht mehr ging, ne, wegen Corona-Einschränkungen. Jetzt kann man es wieder. Aber ich hatte natürlich viel Zeit für so ein Hobby dann hier nebenbei. Ne? Und das glaube ich nicht, dass wenn das jetzt vorbei ist, dass ich das
so weiterführen kann. Also sagen wir mal, zwei Videos die Woche werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Mal ja, aber nicht immer. Eins reicht dann auch. Ja, wenn es jetzt, wirklich nach New York, wenn es allerdings wirklich nach New York geht, dann ist es natürlich spannend, da Videos zu machen. Das darf man sich auch nicht vergessen. Und das ist einiges an Themen, was man noch verarbeiten kann. Ne? Ja, noch nicht mal Drohne fliegen, weil das ist nämlich da verboten in New York. Aber ich stelle mir allein schon so vor, wenn das wirklich klappt mit darüber, dass ich dann morgens einfach mal da losziehe, Brooklyn Bridge oder keine Ahnung, was ist die ganze Kram da. Das ist ja, ich wohne ja da mitten in Manhattan dann. Überleg mal. Ja, da hast du natürlich auch Motive um die Ecke alles. Ne? Ja, das kann man sich das noch gar nicht vorstellen. So wie der Overkill da. Wie lange würdest du rübergehen? Für wie lang? Ein knappes Jahr. Okay. Das ist ein knappes Jahr, aber wie gesagt, ich kann leider, ist noch keine hundertprozentige Geschichte, deshalb will ich auch gar nicht so viel darüber. Ich freue mich ja eigentlich jetzt schon drüber und wenn es dann am Ende nicht funktioniert, dann habe ich, dann bin ich so enttäuscht dann. Ja. Deswegen, es soll eigentlich dann losgehen, so sagen wir mal ab September. Ich habe aber noch keinen hundertprozentigen Termin, da warte ich eigentlich ständig drauf, dass ich dann sozusagen die Verfügung bekomme und dann dafür ein Jahr arbeiten kann. Heißt aber auch arbeiten, nicht Urlaub machen. Was machst du, wenn du nicht gerade Vlogs machst, wenn ich mal so doof fragen will? Ja, ich bin sozusagen in der Exekutive. Deswegen, also so Beamter sozusagen in der Art. So kann man das sagen. Okay. Ja, das ist natürlich dann auch, ja, da sind natürlich auch andere Herausforderungen. Da ist ja vielleicht dann mit dem Film dann auch ein guter Ausgleich, wenn man dann da ist, ne? Oder fotografieren. Ja, also einfach überleg mal, das war schon immer ein Traum gewesen. Ich war ja schon sehr oft im Ausland. Ich war in Peking, ich war in Jordanien, ich war auf dem Balkan. Ich war sehr oft schon beruflich, also 5-mal im Ausland. Und das war immer ein Traum gewesen, konnte aber nicht realisiert werden, weil ich damals geheiratet habe und wir ein Kind gekriegt haben. Ne? Und ich erfülle mir jetzt sozusagen den kleinen Traum und mache das jetzt noch am Ende von meinem beruflichen Werdegang. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert, weil sowas gibt immer mal so Möglichkeiten, dass es nicht geht. Dann geht es aber in ein anderes Land. Gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Also irgendein Land wird es auf jeden Fall außerhalb von Deutschland sein. Okay, ja. Also wer noch nicht seinen Kanal abonniert hat und dabei bleiben will, der sollte auf jeden Fall sich das nochmal angucken. Könnte verhältnismäßig spannend werden, ja. Er hört sich auf jeden Fall danach an. Ne? Ist natürlich auch interessant. Definitiv. Und da glaube ich dann schon. Ja. Und die Leute sind natürlich da auch scharf drauf. Ne? Die gucken solche Videos ja auch ganz gerne. Ne? Also, und da hast du dich ja auch. Du hast dich ja gut positioniert, nicht nur diese Review-Schiene, sondern tatsächlich diese Photowalk-Schiene. Wenn wir Geld mit YouTube verdienen wollten, dann würden wir Technik ohne Ende vorstellen oder uns auf Apple spezialisieren. Apple-Videos gehen immer, ne? Ja. Aber ich mache das einfach, wie ich Bock drauf habe, ohne Quatsch. Ja, ich finde diese Ausprobiererei mal, ne? Also hier auch so diese Geschichte hier mal mit StreamYard, einfach mal ausprobieren und testen, wie das funktioniert alles, sich da weiterzuentwickeln, die Möglichkeiten, die man ja heute hat, selber solche Sachen zu generieren und zu produzieren, ist ja schon, ich weiß ja nicht, hört sich ja auch so an, als wenn du schon ewig da mit Videos und so was gemacht hast. Ja, also alles ewig. Ich habe Skiurlaub früher gefilmt mit der Sony Hi8 Kamera oder ne. Ja, aber das, und dann, ne, und dann aber mit dem Amiga 500 zusammengeschnitten. Ja, überleg mal. wenn man dann so überlegt, da haben die Leute in den Videos noch komische Klamotten getragen, die modern waren. Mein erster Auslandseinsatz war 92, da war ich in Albanien, ja, in Tirana. Da war Albanien noch überhaupt nicht, da war das absolutes Drittland, da gab es noch Kommunisten und so. Da war nix. Da waren zwei Hotels in Tirana, da konntest du eine Dose Bier kaufen, das war's. Und da habe ich mit der Videokamera, mit einer Video 8 Kamera, habe ich da gefilmt. Ja. Und wenn du die heute guckst, die Videos, die sind so groß. Ne? Aber auch schon zusammengeschnitten mit einem Amiga 500. Ich finde halt, ich weiß nicht, was du für einen Monitor hast, aber ich habe hier zwei 4K-Monitore. Und wenn du dann wirklich mal in Full HD gefilmt hast, und dann wirklich so eine Briefmarke da irgendwo in der Ecke von deinem Monitor hast und das ist dann 100% an sich.
Und das war, glaube ich, 640 mal 480 oder sowas, ne? Oder ja, irgendwie diese DVD-Auflösung. Später mal bei den DV-Camps war es, glaube ich, D500 noch was mal. Ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Da, ich finde das schon als Hobby ist eine ganz interessante Sache, wenn man den Leuten da noch ein bisschen Unterhaltung bietet und ein bisschen Sachen da zeigen kann, ist halt immer schon ganz nett. Ne? Wenn dich das interessiert, Dirk, du findest bei mir auf dem Kanal, es war einmal in Jordanien. Okay. Videos. Ja. Das sind Videos, die mit dem Canon Camcorder damals 1999 in der Zeit, wo ich in Amman war, aufgenommen wurde. Hier war die RAM und sowas. Die habe ich schon ein bisschen aufbereitet. Weil ich einfach Bock, habe ich irgendwann mal im Winter, habe ich mal so eine Serie angefangen und habe das auch gesagt, das ist eine schöne Sache. Und habe dann da Bilder von meinem Jahr da in Jordanien da. Bewegte guck Bilder. Ich mir mal an. Ja. Da ist aber der Original-Videoschnitt noch mit drin, ne? So mit Titel und sowas, wo die so reinfliegen, die Titel und diese Klassiker, so aufrollen. So richtig typisch so Home Cinema. Ja, also das hat ja Magic Music Videomaker früher auch, diese klassischen Aufroll-Transitions und was es da nicht alle gab. Ich glaube, den hatte ich sogar gehabt. Ja, heute ist der Wurm drin. Ja? Was ist denn hier los? Also. Ja, Andreas mit seiner Stroni, der hat, ist heute am Fokus sichersten. Genauso wie letzte Woche, ne? Letzte Woche war ich generell unscharf, glaube ich. Ne? Aber heute geht es besser, oder? Heute ist besser, ja. Ich glaube... Das ist ein Prozessorproblem hier. Ja, ich habe meiner Familie heute Internetverbot gegeben. Ja, gut, ich habe Glück hier. Ich habe eine ganz verhältnismäßig schnelle Leitung. Aber wie gesagt, wie du eben gesagt hast, macht ja echt Spaß hier mit dem StreamYard. Und diese Krise, so blöd sie ist, hat natürlich auch hier sowas, hier so Streams oder so, die macht den Leuten auch echt Spaß, ne, muss man sagen. Mir sowieso, wenn ich mich einfach so über so einen nerdigen Kram unterhalten kann, finde ich sowieso immer cool. Ja, man hat ja auch vor Corona ist hier dieser Austausch unterhalb der Fotografen, ist ja hier bei uns auf dem Land immer ein bisschen schwierig. Wir haben hier einen so einen Fotostammtisch. Geht sogar für solche Sachen mit sich über die Grenze hinweg mal abends für sowas zusammenzusetzen, finde ich immer. Ich gucke solche Sachen auch ganz gerne, ne? Baut zur Fotografie oder ihr wart letztens ja auch mal wieder so kurzfristig, ihr seid öfter mal kurzfristig online auch, ne? Habe ich jetzt in letzter Zeit mal kurzfristig gemacht, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass das mit dem Streams natürlich jetzt ein bisschen inflationär war in letzter Zeit auch, ne? Also Fotostreams, ich gucke jetzt auch nicht jeden Fotostream, ne? Aber natürlich hier beim Rico oder bei dir oder beim Olli oder beim Michael kann man schon mal reingucken. Ja. Der Podcast ist ja auch ganz nett von denen. Gute Buddies, den höre ich auch ganz gern. Ja. Der mache ich ja mal schon mal spontan. Ich finde es ganz gut, finde es sogar besser, wenn man manchmal einfach nur so einen Stream für den Chat auch macht, ne? Und dann so auf den Chat eingeht. Wenn du jetzt so 3, 4, 5 Leute einlädst, kannst du halt den Chat fast gar nicht mehr oder weniger bedienen. Ne? Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich mal so ein Video, so einen Stream mache, wo ich dann sage, ihr könnt mir vorher per WhatsApp, wenn ihr die Voraussetzung erfüllt mit Kamera und so, dann euer Dings schicken, dass ihr da einfach mal so, dass man mal so ein Gesicht bekommt, ne, von den Leuten, die da auch zugucken. Ne? Birgt natürlich eine gewisse Gefahr, wenn du sowas live machst, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen, aber klar, da kann man ja auch schnell dann reagieren. Das ist eigentlich ja, cool. Ja, das geht ja hier bei StreamYard ja relativ unkompliziert. Alles legst du eben Video drüber oder so. Also eigentlich geht das schon ganz gut und ist aber trotzdem natürlich jemand live zuschalten, das mögen auch viele nicht. Ne? Wir hatten auch. Nee, aber manche fragen halt schon mal, gesagt, ja, können wir mal machen. Also warum nicht? Weil viele fragen natürlich auch, ich weiß nicht, bei mir, ich habe ganz viele, jetzt in letzter Zeit sehr viele Anfragen, ob wir denn nicht mal zusammen Drohne fliegen können. Ja, kann ich verstehen. Ist natürlich auch echt momentan schwierig und ich kann natürlich auch nicht mit jedem Drohne fliegen, da habe ich ja noch weniger Zeit. Ich möchte ganz gerne, wenn das wirklich klappen würde, würde ich mal so ein Treffen machen hier, ne, auf dem Modellflugplatz, dass man sagt, okay, da können mal ein paar Leute hinkommen, grillen eine Bratwurst und dann lassen wir eine Drohne da hochsteigen. Ja. So was mal kann man machen. Also die Perspektive ist ja schon da jetzt, dass alles etwas besser wird und hoffen wir mal, dass es dann auch so in die richtige Richtung jetzt unterwegs ist. Fotowalk mit anderen YouTubern oder so, das stelle ich mir auch mal wieder ganz interessant. Ja, das wäre super. Ich habe gesagt, ich freue mich jetzt auf den Klaus und wir können natürlich, wenn ihr in die Eifel kommt, ne, ich gehe auch mal wieder gerne mit zur Burg Eltz, wenn ihr da mal hin wollt. Also, aber dann müsst ihr früh aufstehen, oder? Ja, eigentlich früh aufstehen. Früh aufstehen ist kein Problem. Sehr früh aufstehen.
können wir mal im Auge halten. Ist es echt so schlimm? Ja, aber das Problem ist, also jetzt geht's noch, ne? Jetzt zu Corona-Zeiten geht's noch. Und in der Woche musst du es auf jeden Fall machen. Niemals am Wochenende. Zu der Zeit, wo ich da war, da haben sie ja die bussenweise Chinesen und Japaner hingekarrt. Also das musst du dir so vorstellen. Da ist während der Saison musst du da morgens, wenn es dunkel ist, stehen. Ne? Das ist einfach so. Und dann bist du nicht alleine da. Dann stehen da wirklich ohne Quatsch 10 bis 15 Fotografen. Wahnsinn. Das ist halt ein Spot. Gibt da ein paar so Geheimtipps, weil ich mich da ein bisschen auskenne. Du kannst dann so ein bisschen in diese. Du gibt so ein paar Spots, wo du dann die Burg auch von der Seite kriegst, ja. Die mal so nicht. Aber da muss schon früh da sein. Oder halt dann auch vielleicht den ganzen Tag machen. Da kannst du auch so einen Rundweg machen, ne? Dass du dann halt morgens machst, irgendwo eine Rast machst und dann vielleicht noch Abend. Da musst du Glück haben, dass das Wetter gerade passt, ne? Ja, aber das sind für so mich, Sachen dann. Ne? Für mich kein Problem. Ich kann da einfach 20 Kilometer. Ne? So. Ja. Ja, aber da kann man. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht öfter mal hinfahre. Wie so Nebelstimmung oder so. Da darfst halt keine Drohne fliegen da. Das sind die ganz. Ja. Ist privat. Ganz strikt. Ne? Ja, ist privat. Ja. Die Burg gehört. Und da ist ganz klar, geht sowieso nicht, weil Naturschutzgebiet, da kannst du ja Ausnahmegenehmigung holen, aber die Leute lassen es einfach nicht zu. Nee. Ja. Nee, macht ja auch Sinn. Ne? Also, wenn da alle möglichen Leute nachher mit Drohnen rumfliegen. Verstehe ich schon. Aber wäre so ein Ding, ich habe so eine Liste im Kopf so von Sehenswürdigkeiten in Deutschland, die ich selber gerne fotografieren würde. Ich habe schon in Berlin einen Fernsehturm von dem Maritim Hotel aus fotografiert. Was hast du da alles drauf? Ja, bei mir aus der Gegend. Ja, das Schloss, das hatten wir letztes Jahr uns schon. Also diese Burg da, ne? Ja, also, da hatte ich mit meiner Frau auch, hatten wir schon Pension gesucht, da wollten wir im Herbstferien rüber. Hatten uns eine Pension ausgesucht, ja, dann ging es ja dann wieder los mit den Zahlen. Ja, sehr gut. Eigentlich ist das, da gibt es ja schon ein paar Sachen, ne? Du hast ja diese Moselschleife. Ja, Deutsches Eck und so, das war schon alles bei uns. Also, wir sind auch so die Städtetourer und so und gucken uns sowas ganz gerne an. Warst du schon mal in Koblenz? Ich bin da mal, war mal in Bonn stationiert. Und da war natürlich alles gut drumherum und. Da waren wir auch da ein paar Mal. Von daher, also die Ecke ist schon super schön, ne? Also gerade mit dem Rheintal da so mehr oder weniger. Ne? Ist schon, ja, Koblenz geht, da geht schon ein, das ist gut. Ja, da kann man, wenn man ein bisschen Glück mit dem Wetter hat, Festung Ehrenbreitstein mit Sonnenuntergang über dem Deutschen Eck, ist zwar der Klassiker, 100.000 Mal fotografiert, aber kann man das muss man dann auch mal einmal selber machen für sich. Ne? Genau. Das sind so genau so Sachen, wie man dann vielleicht dann doch noch mal einen Kitzel rausholt. Und dann ein anderes Motiv. Und wenn nicht, also ich fand es jetzt erstaunlich. Ich habe ganz wenige Fotos gefunden von der anderen Seite aus Deutsche Eck, wo ich jetzt da mal war. Ne? Habe extra mal so ein bisschen recherchiert. Instagram gibt es ganz wenige. Ich weiß nicht warum. Guck mal jetzt mal hier, der Klaus. Ja, der Klaus kann, der ist ja der kann ja mal gute Fotos dann machen. Ja, bin mal gespannt. Ja, gibt ja ein Video, hast du gesagt, ne? Ja, auf Klaus heißt, oder dein Kanal oder beide? Es gibt zwei Videos. Es gibt einmal den Fotowalk bei mir und dann möchte er so eine Art Kanalvorstellung machen von mir, wo er dann einfach an seinem Tisch da sitzt mit der toten Katze drauf. Ne? Sagt er wahrscheinlich auch was, ne? Ja, ja. Mit seinem Mikrofon drauf. Der wohnt ja auch sehr idyllisch. Das war auch sehr spannend. Ja, ja. Ich glaube, wir sind da ganz gut auf einer Wellenlänge. Das ist eine ganz coole Socke. Da kommen wir klar. Das ist ein bisschen bekloppt. Auf Jagd nach Tieren. Ja, aber ja, ja. Auch eine spannende Geschichte, ne? So diese Wildlife-Geschichte. Ja, also wenn wir dann beim Thema Zeit sind, ne, das ist natürlich noch aufwendiger. Ne? Also, ja, ja. Und er fährt ja auch richtig rum. Ne? Also, das ist schon. Also mit Familie und allem und Arbeit normal und so ist das dann. Nee, also wie gesagt, kommt irgendwann mal. Ja. Irgendwann kommt das auch mal. Ja, ich würde sagen, wir sind schon über 2 Stunden. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. War ein super netter Talk mit einer Perspektive auf einen schönen Besuch bei dir da irgendwann mal. Ja, machen wir auf jeden Fall. Kein Problem. Dann gehen wir mal zusammen fotografieren und vielleicht Drohne fliegen. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht können wir ja so einen Stream können wir ja vielleicht auch irgendwann mal dazwischen schieben. Vielleicht dann, wenn du dann in New York bist oder so, kannst du mal einen kleinen Bericht, obwohl da musst du Zeitverschiebung.
Ja, schau mal, du kannst ja, auch mal bei mir im Stream ein bisschen rumspringen, ja, ja, wenn du Lust hast. Ne? Einfach so ganz kurz, ich war da kurzfristig einfach ganz spontan dann. Ja, der Guido, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mich irgendwann mal um 5 Uhr angerufen für 6 Uhr Stream. War auch, also meistens klappt das irgendwie. Also ich mache das manchmal, wenn ich wirklich so einen spontanen Stream mache, dann schicke ich einfach so eine Rund-WhatsApp, wer gerade Bock hat, springt dann einfach gerade rein. Das ist ja kein Problem. Ja, kriegen wir hin. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken, wünsche dir viel Spaß mit deiner Drohne noch und mit deinem Kanal weiterhin viel Erfolg. Werde ich weiter verfolgen, auch alle anderen sollten den sich unbedingt mal abonnieren. Sehenswert und immer spannend und ja, bunt gemischtes Programm auf jeden Fall. Und auch an dir, an dich, Andreas, danke. Für Gerne für, wieder mal. Ja, ne, hat Spaß gemacht. Und nochmal ein Astra-Prost, ne? Ja, genau. Ich brauche jetzt auch ein Bier, glaube ich. Ja, beim nächsten Mal stehen wir auch ein Bier hin. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Ja. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.